Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Webinar mit Dirk Michael Lambert und Ralf Schmitz. Ich bitte als allererstes mal kurz um den Tontest. Bin ich gut zu verstehen? Bitte kurze Nachricht unten in den Chat. Wunderbar, das hört sich auch gut an. Perfekt. Gut, dann begrüße ich Sie nochmal recht herzlich hier von Mallorca. Bei stürmischem Wetter heute, zwar sonnig, aber auch Sturm dabei. Und hätte dann direkt mal die Frage in der Runde, von woher sind die Teilnehmer denn heute eingeloggt? Heute Morgen hatten wir jemanden dabei von den Seychellen und aus der Türkei. Und mich würde mal interessieren, wie international sind wir denn heute Abend? Berlin. Türkische Riviera. Hallo Michael. Essen, Villach, hallo Guido. Wien, aus der Toskana, Schweiz. Also man sieht, wir sind wieder sehr international. Drei Länder Eck Bodensee, da war ich vor 2 Wochen auch noch. Ja, man sieht, wir sind wieder international heute Abend. Und ich kann wirklich nur an dieser Stelle sagen, ich finde es genial, dass es eine solche Technik gibt. Früher musste man sich wirklich in Räumen zusammentun, um solche Events abzuhalten. Heute kostenlos über das Internet möglich, egal wo man gerade weltweit ist. Das ist die Faszination Internet, beziehungsweise natürlich auch Internet und Online-Marketing. Und das finde ich einfach nur genial an dieser Sache. Gut, dann ein paar Hinweise von mir zum Ablauf heute Abend. Wir starten so 2 Minuten nach 8, 2, 3 Minuten nach 8, wenn wir starten. Die Präsentation wird so circa 60 bis 70 Minuten dauern. Heute Morgen war es ein klein bisschen länger. Weil ich kann Ihnen eins versprechen, hier kommt jetzt ein Feuerwerk an Informationen auf Sie zu und ich kann auch wirklich nur sagen, bis zum Ende dabei bleiben, denn jede Minute, die Sie hier früher rausgehen, wäre vergeudete Zeit bzw. verschenkte Zeit. Also hier wird gleich ein Feuerwerk von Informationen kommen, erstklassige Informationen und ein Webinar, das es in dieser Form erst einmal heute Morgen gegeben hat. Tom, nein, eine Aufzeichnung wird es nicht geben. Beziehungsweise nur für die Teilnehmer über Elodip dann. Ich kann, wie gesagt, nur sagen, bis zum Ende dabei bleiben. Hier gibt es wirklich Informationen ohne Ende und holen sich einen Stift, einen Zettel und am besten auch ein Glas Wasser. Dirk Michael Lambert ist bekannt als der Business Coach schlechthin. Ich kenne keinen besseren in Deutschland und genauso wird er durch das Webinar führen. Als Profi schlechthin und da heißt es mitschreiben, notieren, Notizen machen zu dem, was hier gleich über den Bildschirm kommt. Ich selber habe einen kleinen Part während des Webinars. Herr Lambert wird dann an mich übergeben. Nach der Präsentation, nach den 60 bis 70 Minuten, besteht natürlich noch die Möglichkeit zu einer Frage- und Antwortenrunde. Die werde ich dann übernehmen. Und dann kann jeder seine Fragen stellen zum Thema bzw. zum Webinar, die ich dann sehr, sehr gerne beantworte. So, an dieser Stelle möchte ich dann einmal an Dirk Michael Lambert übergeben. Hallo, Herr Lambert. Ja, ganz herzlich willkommen und auch einen schönen Abend an alle, die zugeschaltet sind. Ich habe ja viele bekannte Namen gelesen hier. Herr Kirchmeier, Felix Chantré, Herr Greiling aus Thüringen und so weiter und so fort. Ich hoffe, Sie haben es sich ein bisschen bequem gemacht, einen Schluck zu trinken dazu geholt. Es wird heute wie immer fruchtbar und kompakt, hoffe ich. Und der Herr Schmitz hat natürlich gelogen, also mit 60, 70 Minuten kann man nicht hin. Wenn ich für 90 Minuten geladen bin, dann nutzen wir es aus, aber gucken wir mal. Bin ich gut zu verstehen? Vielleicht auch bei mir kurze Rückmeldung mal ins Chat. Das hört sich doch gut an. Herr Schmitz, haben Sie noch was oder sollen wir dann einstarten? Herr Lambert, ich würde sagen, wir starten, da ein Feuerwerk von mit Informationen auf die Teilnehmer wartet. Ich würde sagen, steigen wir ein und legen Sie los, Herr Lambert. Gut, wer kleiner Hinweis, Probleme mit dem Audio oder Video hat, einfach nochmal ausloggen, nochmal einloggen. Manchmal klemmt die Technik. Ganz herzlich willkommen zum Profit Coaching, und zwar ist das Versprechen dessen, was wir Ihnen heute und hier vorstellen, dass wir Ihren Umsatz verdoppeln in 90 Tagen.
Ich mache seit 12 Jahren Marketing und Business Coaching und was ich Ihnen versprechen kann, das, was hier auf Sie zukommt, nicht nur heute Abend, sondern das, worum es geht, ist das Mächtigste, ist das Beste, was ich über die letzten 12 Jahre entwickelt und gefunden habe. Und wenn Sie sagen, ist das denn überhaupt seriös, Umsatz verdoppeln in 90 Tagen? Ich habe Unternehmer, die doch viel mehr machen. Und was wir machen und deswegen auch die Zusammenarbeit mit dem Herrn Schmitz, dass wir die mächtigsten Marketingstrategien, die ich in den letzten Jahren zusammengesucht habe, mit der Macht des Internets verbinden. Und wenn Sie mal überlegen, Frage, glauben Sie, dass wenn wir an einem Element Ihrer Marketingstrategie arbeiten, dass wir 15% mehr rausholen können, sagen wir mal Ihre Headline oder die Betreffzeile Ihrer E-Mails, glauben Sie, dass man die um 15% steigern kann? Ich denke, das glauben Sie mit mir. Und jetzt ist meine Frage, wenn wir 5 Faktoren Ihrer Marketingstrategie, Ihres einkommensproduzierenden Motors, wie ich so gerne sage, optimieren, wo stehen wir dann? 5 mal 15%, na, was haben wir dann? Nicht 75, sondern 100% ist eine Verdopplung, weil die einzelnen Faktoren sich gegenseitig wie Zins und Zinseszins noch steigern. Und das heißt, das ist absolut realistisch, wenn Sie die richtigen Strategien benutzen. Und ich will ganz kurz Ihnen ein bisschen sagen, wo komme ich her, was habe ich gemacht? Chart sind ein bisschen verrutscht, aber das akzeptieren wir mal hier. Seit 12 Jahren als Marketing- und Business-Coach, meine Klienten kommen aus allen Branchen, vom Startup bis zum Einkommensmillionär. Und ich sehe es immer, die schon viel Geld verdienen, sind sie nicht zu schade, immer wieder auch die Basics zu lernen und dran zu bleiben. Und es gibt ja den schönen Satz, wer aufhört, besser zu werden, fängt an, zurückzurutschen. Die Methode ist über Seminare, über Coaching-Programme bis zum persönlichen Coaching. Das Ergebnis 38% mehr Umsatz in den 12 Monaten der Zusammenarbeit. Ich habe viele, die sich viel mehr rausholen. Ich habe Ihnen mal eine plakative Referenz aus den letzten Monaten hier rausgesucht. Und zwar ist das der Joachim Franz. Der schrieb mir so schön zum Jahreswechsel nach Hawaii. Herr Lambert, lange nichts mehr von mir hören lassen. Seit 3 Jahren war er auf dem Masterseminar. Und er sagte, mein Ziel war damals 10 Millionen, unfassbar, mit 500.000 gestartet. Und er sagte, ich habe gerade die Zahlen von der Buchhaltung bekommen, 11 Millionen Euro Umsatz aktuell. Und das ist meine Frage, Einstiegsfrage an Sie. Was macht den Unterschied? Der eine sagt, nichts erreicht, wir haben gekämpft und gekämpft, aber lediglich den Umsatz gehalten. Und der andere von 0 auf 11 Millionen in 3 Jahren. Und der Herr Joachim Franz war so nett, uns ein Foto mitzuschicken von seinem neuen zu Hause, ich dachte, das tue ich mal hier rein als Motivation. Ich habe festgestellt, die meisten Unternehmer, die ich anspreche und ihnen Empfehlungen gebe, wie sie ihre Situation verbessern, finanziell und auch persönlich, haben 3 gleichlautende Antworten. Und hier sind sie. Viele von uns sagen, bei mir ist alles ganz anders. Und das stimmt natürlich. Ihr Geschäft ist einzigartig. Jedes Geschäft ist einzigartig. Aber in Wirklichkeit verkaufen wir alle Produkte oder Dienstleistungen gegen Geld, da wir Kaufpsychologie, das kann man lernen und das ist das, was wir trainieren. Ich habe schon alles probiert, auch das eine Lüge, Sie haben nie alles probiert, ich kann Ihnen aus dem Stand bestimmt 400 verschiedene Marketingstrategien herzitieren und bei jeder wahrscheinlich 20 bis 50 Details, die man anders aufstellen kann. Und drittens, ich habe keine Zeit, ich rufe hinzu, Sie haben keine Zeit zu verlieren, besseres Marketing zu lernen als Ihre Mitbewerber, wenn Sie auch in Zukunft noch gutes Geld verdienen wollen. Warum Sie einen Business Coach brauchen? Ganz einfach, kein Spitzensportler würde heute ernsthaft ins Rennen gehen, ohne einen persönlichen Coach. Einer meiner besten Freunde, Edgar Itt, ist in 4 Jahren mal von Mittelmaß an die Weltspitze nach Olympia gegangen. Und solche Menschen gehen nicht ohne Coach ins Rennen. Das Schwachsinnigste, was ich mal von einem Unternehmer gehört habe, denn wir Unternehmer denken immer, wir müssen es alleine schaffen. Wenn ich zu Ihnen komme, Herr Lambert, muss ich ja zugeben, dass ich es alleine nicht schaffe. Und das ist hier unten übrigens Mr. Dell. Das führt mich zu einem Satz, den ich Sie bitte mal aufzuschreiben, wenn Sie was zu schreiben haben. Das ist einer der Sätze, die ich mir ganz zu Anfang eingebläut habe. Meine eigenen Erfahrungen sind der schlechteste Ratgeber. Warum sage ich das? Nicht, dass mit Ihren Erfahrungen was falsch wäre, aber wie oft argumentieren wir mit unserer Vergangenheit, mit unserem Status quo? Wir sagen, in meinem Geschäft mache ich 250.000, man kann da nicht 2 Millionen über Nacht machen, Herr Lambert, das ist unrealistisch. Und dann verteidigen wir uns noch, und das ist das Schlimmste, was wir machen können.
Deswegen schreiben Sie sich bitte auf, der beste Ratgeber sind die Erfahrungen erfolgreicherer Menschen. Ich habe mir immer Unternehmer gesucht, die 10-100-mal größer waren als ich. Zum Beispiel der Herr Stollmann hat 1984 gegründet mit einer 100.000 D-Marks GmbH. Und ich habe ihn angerufen und gesagt, Herr Stollmann, Respekt, bitte der 90er, was Sie aufgebaut haben, ich beobachte Sie seit Jahren, haben Sie mal Lust, ich möchte Sie mal zum Mittagessen einladen. Und wenn Sie das tun, werden Sie feststellen, ist eine der Schnellstraßen zum Erfolg, weil wir schwimmen alle, wir schmoren alle zu sehr im eigenen Sud, wir sind betriebsblind sehr schnell. Und wenn Sie mit solchen Leuten, die über Ihnen schweben, was die Ergebnisse angeht, dann merken Sie, das ist eine der Schnellstraße zum Erfolg. Warum? Die haben andere Gedanken, andere Erwartungen und so weiter. Und das ist das Prinzip Dell, deswegen habe ich ihn hier als Bild. Er hat sich immer Manager gesucht, wenn er bei 50 Millionen war, die schon 500 Millionen in einem anderen Konzern gelebt haben. Und dazu gehört natürlich als Unternehmer auch eine Größe. Wenn Sie mich fragen, warum haben bestimmte Unternehmer mehr Erfolg als andere, es sind immer wieder die gleichen zwei Dinge, Leidenschaft und Fokus. Warum gibt es Leute wie Stollmann, die nach vorne kommen, oder Apple Computer, Leidenschaft und Fokus. Apple Computer, Steve Jobs steht personifiziert für mich, für Leidenschaft und Fokus. Apple Computer ist in den 70er Jahren, in 3 Jahren von 0 auf über 150 Millionen Dollar Umsatz explodiert, muss man sagen. Warum? Weil dahinter eine leidenschaftliche Vision stand, hinter die sich jeder Mitarbeiter einsortiert hat. Wenn Sie mich fragen, was ist Ihr wichtigster Job als Unternehmer, was ist Ihre wichtigste Ressource, um da draußen Erfolg zu haben, es ist genau das, Ihre Leidenschaft, Ihre Ausstrahlung. Und dahinter steht natürlich Ihre Strategie. Was ich Ihnen sage nach 12 Jahren als Marketing- und Business Coach mit der falschen Strategie, mit den falschen Marketingstrategien, haben Sie keine Chance. Auch wenn Sie mit 100.000 Kilowatt Leidenschaft unterwegs sind und das jeden Tag, bringt Ihnen gar nichts, wenn Sie mit der falschen Strategie aktiv sind. Und das führt mich dazu, Ihnen zu sagen, verwechseln Sie niemals Energie, Leidenschaft mit Produktivität, mit Effektivität. Und das heißt, wenn in meiner Praxis Quantensprünge im Umsatz, im Außen passieren, dann ist meine Erfahrung, ist immer was beim Unternehmer auch passiert. Und auch das können Sie sich mitschreiben, wenn Sie mich fragen, was sind die 2 Säulen von Ihrem unternehmerischen Erfolg, von Ihrem Quantensprung. Es sind 20% Strategie Know-how. Gucken uns auch heute ein paar Marketingstrategien an. Also ich habe einen bunten Mix gebracht, weil ich weiß, es sind ja einige, die mich schon eine Weile kennen und begleiten. 20% ist die Strategie, die ist oft schnell erklärt. 80% ist Ihre Persönlichkeit. Und Ihre Persönlichkeit ist die wichtigste Ressource, die Sie schützen müssen. Und ich sage immer, die ersten 30 bis 60 Minuten des Tages sollten Sie investieren, und das machen die erfolgreichsten Unternehmer, in Ihre Persönlichkeit. Was macht der Durchschnittsunternehmer? Der guckt sich zu Beginn des Tages erstmal seinen E-Mail-Posteingang an, und damit ist Ihre Produktivität schon im Eimer. Und Persönlichkeit, Einstellung, das können wir Sie lernen von den Erfolgreichen. Ich nehme gerne Beispiele aus dem Sport. Eins meiner klassischen Beispiele ist hier gezeigt, nämlich Arnold Schwarzenegger. Und er sagte einmal, die meisten Bodybuilder kommen niemals so vorwärts, wie sie könnten, weil sie dem Schmerz ausweichen. Und er sagt, ich liebe den Schmerz, der mich zum Champion macht. Gibt es eine schöne Story, an die mich immer gerne erinnere. In seiner Biografie steht, dass er mal über Weihnachten ins Fitnessstudio eingebrochen ist, weil er seine Vision, seine Leidenschaft, der größte Bodybuilder aller Zeiten zu werden, nicht 3 Tage dem Weihnachtsfest opfern wollte. Und wenn ich Sie frage, was ist das Geheimnis von Erfolg? Chat ist geöffnet. Was würden Sie sagen? Was ist das wichtigste Geheimnis von mehr Erfolg? Rechts einfach ins Chat reinschreiben. Nur Mut. Herr Schmitz, ist der Chat an? Ja, der Chat ist ein kurzer Hinweis. Okay, ich sehe es. Dranbleiben, Vision, Fokus, alles richtig. Schnelligkeit, Wille, alles richtig. Ich sage Ihnen Folgendes. Das Geheimnis von mehr Erfolg für Sie wie für jeden Unternehmer ist Gewohnheitenende. Ihre Gewohnheiten, nicht was Sie wissen, macht Sie erfolgreich, sondern was Sie tagtäglich tun. Wenn Sie den Tag anfangen mit den schlechten Gedanken von gestern, dann kann nichts entstehen. Und Gewohnheiten ändern, das heißt Disziplin. Sie müssen, zeigen Studien, eine NASA-Studie zeigt, 30 Tage Disziplin, gnadenlose, stahlharte Disziplin leben, um eine neue Gewohnheit in Ihr neuronales System zu etablieren.
Man hat an der, ich mache es ganz schnell, weil wir haben wenig Zeit, in der NASA Studien gemacht, Menschen, um neue Gewohnheiten zu etablieren, dauert es 30 Tage. Wenn Sie 30 Tage zum Beispiel morgens 30, 60 Minuten joggen, dann ist es leichter für Sie zu joggen, als es nicht zu tun. Ihnen fehlt was, wenn Sie es nicht tun. Aber hat man herausgefunden, wenn Sie nach 20 Tagen nur einen Tag unterbrechen, müssen Sie gerade bei vorne anfangen. Sie brauchen 30 Tage Disziplin. Wenn es um Gewohnheiten ändern geht, da sind wir Menschen natürlich träge. Und das ist unser Problem, wenn Sie einen Quantensprung machen wollen. Ihre ganz kurz dahin. Ja. Der Ton ist mega schlecht geworden, das kratzt unheimlich. Ah, der Ton ist mega schlecht geworden. Unheimlich. Wird es jetzt irgendwie besser? Jetzt ist viel besser, ja. Besser? Ist okay? Jawohl, jetzt ist sehr gut. Okay, immer wieder mal erinnern, wenn es nicht klappt. Und Gewohnheiten ändern, hier komme ich gleich mit ein paar Dingen zu Ihnen. Der erste Tipp zum Mitschreiben, schreiben Sie sich einfach nur auf PGH, positive Geisteshaltung. Das ist eine Herausforderung, die meisten nicht bestehen. Ich fordere Sie heraus, mal eine ganze Woche, nur eine ganze Woche, 7 Tage, nicht zu jammern, keine negativen Gedanken, keine Schuld schieben. Das heißt, keine inneren und äußeren Beschwerden, kein Selbstmitleid, keine Enttäuschung, keine Wut, sondern positiv zu bleiben, egal was im Außen ist. Was ich Ihnen verspreche, wenn Sie das durchhalten, wird sich Ihr Leben, Ihre Ausstrahlung, Ihre Ergebnisse massiv verändern. Fragen Sie sich bei allem, was Ihnen passiert, auch wenn es scheinbar negativ ist, was ist gut daran, was kann ich daraus lernen. Was ich Ihnen verspreche, diese Herausforderung von 100, die sagen, ich stelle mich hier, bestehen vielleicht 2. Ich wünsche Ihnen, dass Sie dabei sind. Das heißt, das ist die erste Gewohnheit, die ich Ihnen anbiete. Die zweite, investieren Sie jeden Morgen die ersten bis 30 Minuten, 30 bis 60 Minuten darauf, Ihre Persönlichkeit zu stärken. Was heißt das? Wie können Sie das tun? Zum Beispiel, indem Sie ein Bewegungsprogramm starten. Ja, auch wenn es kühler wird, Sie müssen joggen. Alle Top-Manager laufen oder haben ein Schwimm- oder Radfahrprogramm, was immer Sie machen. Ich empfehle Ihnen zu joggen. Ich sage Ihnen warum, weil es eine proaktive, positive Gewohnheit ist. Sie haben morgens immer ein gutes Gewissen, Sie sind voller Energie und Sie können morgens schon etwas tun für Ihre Persönlichkeitsstärkung. Was ist das? Autosuggestion, Affirmation. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, wenn Sie morgens durch den Wald joggen und affirmieren, ich bin wertvoll, mein Weg ist wichtig, ich bin ein Sieger, ich bin geboren zum Siegen, verändert sich Ihre Ausstrahlung sofort. Und jeder Gedanke ist schöpferisch. Das ist das Erste, was Sie lernen dürfen über Erfolg. Henry Ford sagte einmal, es gibt für mich nichts Selbstverständlicheres, als dass unsere Gedanken reale Kräfte sind, die in die Zukunft eilen, uns das zu holen, dessen Inhalt sie sind. Er sagt, du musst nur an Arbeitslosigkeit und Armut denken, schon stellt sie sich ein. Auf der anderen Seite, sagt Henry Ford, brauchst du nur an Reichtum und Aufstieg zu denken und es treten Möglichkeiten in dein Leben. Und das ist mein Punkt, Arbeit, programmieren Sie Ihr Unterbewusstsein, positiv. Und diese nächste Affirmation bitte ich Sie, wenn Sie die nicht kennen, von mir aufzuschreiben. Ich kämpfe jeden Tag für mein höchstes Potenzial und meine größten Möglichkeiten. Programmieren Sie das 14 Tage in Ihr Unterbewusstsein. Ich kämpfe jeden Tag für mein höchstes Potenzial und meine größten Möglichkeiten. Die meisten von uns machen sich zu klein. Schreiben Sie sich bitte auf. Ich kämpfe jeden Tag für mein höchstes Potenzial und meine größten Möglichkeiten. Also Affirmationen, morgens die Zeit nutzen. Wenn Sie affirmieren, ich bin ein Sieger, ich bin geboren zum Siegen, alles, was ich beginne, wird ein gigantischer Erfolg. Das verändert Ihre Ausstrahlung. Und für die Skeptiker unter Ihnen, Sie kennen vielleicht das Parkplatzprogrammieren. Man stellt sich vor, an einem Ort, wo man sonst nie einen Parkplatz bekommt, dass man ankommt und es wird einer frei. Probieren Sie es mal aus, das funktioniert. Und für die ganz harten Fälle, Skeptiker auf meinen Seminaren machen Menschen wie Sie eine Telepathieübung, wo Sie merken, dass Ihre Gedanken andere Menschen steuern. Wenn Sie sich fragen, wie wird man zum Business Coach, da gibt es keinen Studiengang zu. Ich selber habe vor 25 Jahren gut mein erstes Unternehmen gegründet, innerhalb von einem Jahr auf 1 Million Umsatz gebracht. Und ich hatte sehr früh das Privileg, mit einigen der weltbesten Marketing-Gurus zusammenzukommen. J. Abraham Levinson, ich habe mit Anthony Robbins gearbeitet, als er noch so klein war, dass man noch persönlich mit ihm arbeiten konnte. Und das ist mein Genuss heute. Das führte dazu, dass ich schon sehr früh recht viel Geld verdient habe, einen Lebensstil mir aufgebaut habe, von dem andere viele träumen. Und das ist mein Genuss heute, das weiterzugeben an andere Selbstständige und Unternehmer. Ganz bewusst an Kleinunternehmer, nicht an den Konzernen, weil die werden durch Macht regiert und halten Kreativität unten.
Wir leben 4 Monate im Jahr auf Hawaii. Ich zeichne die Bilder nicht, um Ihnen Nase zu zeigen, sondern um Sie zu inspirieren. Ich hätte früher, vor 25 Jahren, nie gedacht, dass ich mal Erfolg in dem Maß hinkriege. Das ist unser Vorgarten. Und glauben Sie mir, die Bilder sind nur ein Abklatsch der Realität. Felix Chantre, du warst ja da, du kannst es bestätigen. 7 Schlüssel, die erfolgreicheren Unternehmern von den mittelmäßigen unterscheiden, habe ich vorbereitet für Sie. Der erste Schlüssel, habe einen Traum. Es gibt ein schönes Buch von 2 ehemaligen McKinsey-Mitarbeitern geschrieben, auf der Suche nach Spitzenleistung. Und da ist die Frage, was macht die erfolgreichsten Unternehmer so erfolgreich? Und der erste Punkt, den die gefunden haben, Unternehmensberater, diese Unternehmen, die schnellstwachsenden weltweit, verfolgen vom ersten bis zum letzten Mitarbeiter eine Vision. Und das ist mein Impuls. Schaffen Sie sich eine Vision, einen Traum und stecken Ihre ganze Umgebung damit in Brand. Sie kennen wahrscheinlich den Satz, wenn du Menschen dazu bringen willst, ein Schiff zu bauen, dann erklär ihnen nicht, wie man Planken zusammennagelt, sondern weck in ihnen die Sehnsucht nach dem Weiten, nach dem offenen Meer. Das ist das, wovon ich spreche. Mir ist völlig egal, wo Sie stehen, aber wenn Sie eine Vision haben, wie Steve Jobs damals, die ganze Welt zu verändern, in 3 Jahren ist er auf 150 Millionen Dollar Umsatz explodiert. Warum? Was glauben Sie? Was ist der wichtigste Grund, warum die meisten Menschen niemals auch nur einen Bruchteil ihres Erfolgspotenzials erreichen? Bitte die, die meine Seminare erkennen, jetzt nicht, die anderen mal im Chat rechts probieren. Was ist der wichtigste Grund, Sie geben auf? Ist ein guter Grund, aber nicht der wichtigste, Herr Geizer. Frau Geizer. Sie planen nicht, auch richtig, Sie kennen ja den Satz, wer versagt zu planen, plant zu versagen. Budget, Mindset, ja, alles gut, Umfeld wichtig, nein. Hier kommt der Punkt, Sie haben keinen Traum, Sie verstehen nicht oder sind nicht bereit, welche unendliche Macht daran liegt, wenn ein Mensch seine gesamte Wirkenergie auf ein Ziel, auf einen Fixstern fokussiert, auf eine Vision, und das will ich Ihnen zeigen. Die meisten Menschen verschwenden 99% und mehr ihres Erfolgspotenzials, weil sie nicht leserartig sich bedingungslos, nachhaltig auf ein Ziel, auf einen Fixstern fokussieren. Ich möchte Ihnen das darstellen anhand der Geschichte eines meiner besten Freunde, Edgar Hitt. Er hat 1984 die Abschlussveranstaltung der Olympischen Spiele Los Angeles gesehen. Wenn Sie sich nicht erinnern, dort ist damals ein Mann reingeschwebt mit so einem Rucksack, mit so einem Düsenrucksack. Das war 1984 Los Angeles. Damals wurde Lionel Richie weltberühmt mit seinem Song All Night Long. Und Edgar Hitt, 14 Jahre, ich habe ein Foto zufällig dabei, hier ist er, einziges Mischlingskind in einem 600-Seelendorf bei Frankfurt aufgewachsen, gehänselt. Kann man sich vorstellen, der sehnte sich nach Anerkennung. Der sieht die Abschlussveranstaltung der Olympischen Spiele und trifft eine folgenschwere Entscheidung, nämlich die Entscheidung, in 4 Jahren bin ich bei den Olympischen Spielen dabei. Und zwar nicht als Besucher, sondern als Teil der deutschen Mannschaft. Das ist 1984, 400 Meter Hürden. Wenn Sie nicht die Jungs kennen, das ist Edwin Moses, der Ausnahmeathlet, 10 Jahre ungeschlagen über 400 Meter Hürden. Das ist unsere deutsche Hoffnung, Harald Schmid. Wie schnell sind die gelaufen? Ganz kurz, Edgar Hitt damals mit 14 Jahren 60 Sekunden auf 400 Meter Hürden. Das ist Durchschnitt. Die Jungs sind 47, 48 Sekunden gelaufen. Das ist nicht nur eine andere Liga, das ist ein anderes Universum. Wenn Sie sich überlegen, in 4 Jahren von 60 Sekunden auf 47 runter zu trainieren, ich sage immer, das ist kein unrealistisches Ziel, das ist ein schwachsinniges Ziel. Aber weil Edgar Hitt sich so ein Ziel gesetzt hat und die Erfolgsprinzipien mit Leidenschaft und Fokus gelebt hat, hat er nicht nur, Sie sehen hier, das ist Original 1988 Seoul, war nicht nur bei den Olympischen Spielen, sondern hat als totales Außenseiterteam für Deutschland sogar eine Medaille der 4x400 Meter Staffel heimgeholt. Warum? Die Jungs, hier, er war die Weltrangliste 180, 120, er die 80, von der 120 sehen Sie nur den Arm, die hätten zusammengerechnet nicht die Chance auf den 20. Platz gehabt. Und wahrscheinlich, weil er über Erfolg damals viel gelernt hat, coacht er heute die Vorstände und Führungskräfte der Top 500 Unternehmen in Deutschland, das ist ein ganz großer Sympath, und bei meinem nächsten Seminar hier in Deutschland ist er wieder als Sportcoach dabei, ich freue mich schon drauf. Von solchen Leuten können Sie etwas lernen. Erfolg ist kein Zufall, sondern die logische Konsequenz der richtig angewendeten Prinzipien. Ich nenne das auch Siegerpsychologie. Für mich gibt es 2 Einstellungen im Leben, Unternehmer oder Unterlasser. Der Unternehmer
der nimmt sich, was andere sich wünschen. Und der Unterlasser, der schaut zu, wie andere sich nehmen, was er auch gerne hätte und spricht schlecht über die. Und das ist mein Impuls, lassen Sie uns zusammen einen Plan machen, wie Sie mehr aus Ihrem Potenzial machen können. Das ist eins meiner Idole, Martin Luther King Jr. Und mein Lieblingszitat habe ich Ihnen mitgebracht, der sagte einmal, ein Mensch fängt erst dann an, wirklich zu leben, wenn er bereit ist, für eine Sache zu sterben. Und das ist das, was ich hinzurufe. Wenn Sie sich nur mit Disziplin durchs Tagesgeschäft kämpfen können, aber nicht wirklich Leidenschaft und Inspiration, wenn Sie nicht bereit sind, sozusagen für Ihr Geschäftsziel zu sterben, dann verschwenden Sie 90% und mehr Ihres Erfolgspotenzials. Dann rufe ich Ihnen zu, setzen Sie sich ein höheres Ziel oder fangen Sie etwas Neues an. Was der Dünger für das Feld ist, rufe ich Ihnen zu, ist ein Ziel für den Menschen. Jeder Tag ohne Ziel verbracht ist ein verschwendeter Tag, könnte man sagen. Und auf dem Event, was wir Ihnen nachher vorstellen, zeige ich Ihnen nicht nur, wie Sie sich sinnvolle Ziele setzen für Ihren Lebensweg, sondern ich zeige Ihnen auch, wie Sie Ihr Ziel ins Unterbewusstsein programmieren. Das ist der Unterschied zwischen Boris Becker, Arnold Schwarzenegger, Edgar Itt und dem Möchtegern, dem Durchschnittsmenschen. Der zweite Schlüssel, also erster Schlüssel, um das nochmal zusammenzufassen, schaffen Sie sich eine Vision, die so in Ihnen brennt, die so Sie vorwärts treibt, dass Sie morgens nicht abwarten können, auf die Beine zu springen, dass der Wecker keine Chance hat, Sie zu wecken, weil Sie Ihre Vision so lieben. Der zweite Schlüssel, den ich gefunden habe, der einen Unternehmer erfolgreicher macht als andere, ist mehr Fokus auf Marketing. Ich nehme mal das Beispiel von Red Bull. Wenn Sie die Geschichte nicht kennen, der Gründer, Mate Schitz, ist 1982 nach Thailand gefahren, hat eine Idee von einem Thailändern geklaut, sozusagen sich in das Geschäft engagiert und macht heute Milliarden Umsätze weltweit mit einem Energiedrink, mit Zuckerdrinks. Und mein Lieblingszitat von ihm, er sagt, wir haben von Anfang an 50 Cent von jedem Euro Umsatz in Marketing investiert, bis an die Grenze zur Besinnungslosigkeit. Und das ist mein Punkt, die meisten von uns, von Ihnen, investieren zu wenig Energie, Geld und Kreativität in Marketing. Marketingbudget 2010, das war die Zahl, die ich gekriegt habe, 1,4 Milliarden Euro, ein Drittel vom Umsatz, also auch heute noch, ein Süchtiger. Aber deshalb sind die Jungs so erfolgreich. Ein zweites Beispiel ist Apple. Das iPhone gerade rausgekommen, in 24 Stunden 2 Millionen abgesetzt. Die rechnen in einer Woche mit 10 Millionen. Ein paar Zahlen über Apple, ist eine sehr erfolgreiche Company. Im zweiten Quartal haben die 17 Millionen iPads abgesetzt. Das sind 91% vom Internet-Tablet-Market. In 24 Stunden 2 Millionen iPhone 5, 10 Millionen schätzen sie in der ersten Woche. Im ersten Quartal dieses Jahres hat das iPhone für Apple mehr Umsatz gemacht als Microsoft gesamt. Dumm gelaufen. Wir sind bei Marketing. Ich will Ihnen ein paar konkret umsetzbare Tipps und Strategien geben. Wir sind ja unterschiedlich aufgestellt. Das Erste, was Sie brauchen, ist ein Starnuff, wer mitschreibt. Was ist ein Starnuff? Ein Starnuff ist ein Grund, warum Interessenten bei Ihnen und nicht beim Mitbewerb kaufen sollen. Wenn ich Sie frage, warum soll jemand bei Ihnen kaufen statt beim Mitbewerb? Die meisten von Ihnen werden sagen, weil wir besser sind, engagierter, erfahrener, länger im Markt und sowas. Und das nenne ich allgemeine adjektivische Behauptung. Durch solche Behauptungen, wir sind kompetenter, erfahrener, besser, schneller, schöner, breiter, tiefer gelegter, Sie wissen schon, produzieren Sie zwei Probleme bei Ihrem Gegenüber, die Sie gar nicht brauchen können. Nämlich erstens Skepsis und zweitens Zynismus. Erstens sagt er, hört, hört, schon wieder so ein selbsternannter, bester, schnellster. Und zweitens Skepsis, das muss man mir erstmal beweisen. Durch Ihre Art zu kommunizieren, der kann sogar vorher über eine Empfehlung kommen, also positiv. Und deswegen mein Tipp, antworten Sie nicht so auf diese Frage, die sich jeder Kunde stellt. Jeder Kunde fragt sich, soll ich bei dir kaufen oder bei deinem Mitbewerb? Es geht Ihnen auch so. Sie wollen einen neuen Computer kaufen. Sie fragen sich, wo kaufe ich den? Hier oder dort? Und das Richtige ist als Antwort zum Mitschreiben ein spezifisches, starkes Nutzenversprechen. Daher kommt das Starnuff, starkes Nutzenversprechen. Für die, die mitschreiben, spezifisches, starkes Nutzenversprechen. Ein starkes Nutzenversprechen ist genau das, was es sagt. Statt zu sagen, wir sind besser, machen Sie eine spezifische Botschaft. Und eins der besten spezifischen Nutzenversprechen, was wahrscheinlich jemals kreiert wurde, ist das von Domino Pizza. Wir liefern Pizza in 30 Minuten, heißhaftig und lecker, oder die Pizza ist gratis. Das ist spezifisch und es ist ein Nutzen für den Kunden, nämlich heißhaftig und lecker in 30 Minuten oder gratis. Dieses
Stanov von Domino Pizza ist so erfolgreich gewesen, dass es ein konkursreifes Unternehmen, Domino Pizza, innerhalb von 10 Jahren den Inhaber zum einem der 500 reichsten Amerikaner gemacht hat. Und das ist mein Impuls. Schaffen Sie sich einen Stanov. Mein Punkt ist, Sie brauchen nicht nur einen Stanov für Ihre Firma, einen Grund, warum Ihr Kunde bei Ihnen kaufen soll, sondern für jedes Angebot, für jedes Produkt. Und das beste Konzept, was ich Ihnen dafür geben kann, schreiben Sie bitte mal auf, was ist Ihr Grund zu existieren? Was ist der Grund für Ihr Produkt, für Ihr Angebot zu existieren? Sie geben ein neues Produkt, ein digitales Produkt, ein Seminar, ein Hardware-Produkt, also für die zum Beispiel Automobilzulieferer. Ich habe ja Klienten aus allen Bereichen. Ich gebe ein Beispiel. Wir bieten ein Verkaufstextseminar an, gibt es wie Sand am Meer. Jetzt fragt sich der Kunde, warum soll ich dein Verkaufstextseminar buchen? Ganz einfach, weil wir einen Verkaufsbrief Ihnen zeigen, den besten Verkaufsbrief aller Zeiten, der über 2 Milliarden Dollar Abonnementumsatz für das Wall Street Journal produziert hat. Und der Grund ist, warum das Wall Street Journal überhaupt heute bekannt ist, sodass Sie es kennen. Und das ist der Grund für mein Verkaufstextseminar zu existieren. Nicht nur, weil wir den besten Verkaufsbrief aller Zeiten haben, sondern Sie kriegen ihn im Seminar und wir erklären Ihnen auch, warum er funktioniert. Sodass Sie diese Strategien für Ihre Werbung nutzen können. Und das ist mein Punkt. Bevor Sie Ihren Verkaufstext schreiben, definieren Sie Ihren Grund zu existieren. Jeder Kunde fragt sich, warum soll ich dein Produkt kaufen, statt irgendein anderes? Und meine Formel zum Mitschreiben für Ihren Grund zu existieren ist hier. Mein Produkt ist das einzige, das, und hier füllen Sie ein bei Domino Pizza, 30 Minuten, heiß, saftig und lecker, für, dort sagen Sie Ihre Zielgruppe, indem es, und hier sagen Sie den Nutzen, den Sie liefern, oder wie Ihr Produkt oder Ihr Angebot das schafft. Mein Produkt ist das einzige, das Unterscheidungsnutzen für Zielgruppe, indem es Methode, Prozess, durch eine 7-Schritte-Methode, durch mein Stanov-Methode, was auch immer, erfinden Sie etwas. Was ist, nächste Frage, der wichtigste Prozess in jedem Unternehmen, der entscheidet, ob Sie in der IT-Klitsche bleiben oder zu SAP avancieren? Was würden Sie sagen? Chat ist offen, probieren Sie es. Was würden Sie sagen, was ist der wichtigste Prozess in jedem Unternehmen, also auch in Ihrem, der darüber entscheidet, ob Sie klein bleiben oder reich werden? Mitarbeiter, gute Idee. Ja, da scheint mich einer zu kennen. Verkaufsprozess ist richtig, aber Ihr Verkaufsprozess besteht mindestens auch 28 Teilprozessen. Okay, Marketing ist immer richtig, Disziplin, alles richtig, was Sie sagen. Wer mitschreibt, der wichtigste Prozess nach meiner Analyse als Marketingstrategie ist, Angebote machen. Und zwar die Erstangebote, die Sie neuen Interessenten machen. Warum? Da beginnt die Reise oder eben auch nicht. Warum sage ich das? Weil es die Hauptfunktion jedes Unternehmens ist, Kunden zu produzieren. Und wenn Sie keinen Interessenten dazu bringen, auf Sie aufmerksam zu werden, und das ist eben Ihr Erstangebot, bei Domino Pizza war das, wir liefern Pizza in 30 Minuten, heißsaftig und lecker oder gratis, dann leben Sie vom Zufall. Und das ist mein Punkt. Sie brauchen ein unwiderstehliches Angebot. Ihr Ziel ist, dass Ihr Angebot so unwiderstehlich ist, dass Ihre Zielkunden rostige Nägel essen und über Glasscheiben kriechen und Sie anbetteln, Wein kaufen zu dürfen. Und das können Sie erreichen. Ich habe bewusst für die Herren mal hier ein Bild gewählt, damit Sie wissen, was ich meine. Und wenn Sie jetzt sagen, naja, wir verkaufen nur Zahnräder für die Industrie oder Gummireifen, Domino Pizza, eine Pizza ist es auch nicht wirklich erotisch, aber Sie sehen, und ich trainiere über 46 verschiedene Strategien, wie Sie eine USP entwickeln. Diese USP bei Domino Pizza ist der Grund, warum Domino Pizza so erfolgreich ist. Und mein Punkt, Sie haben 3 Sekunden Zeit, Ihr unwiderstehliches Angebot, Ihre USP, Ihr Stanov, alles das Gleiche, Ihr Claim, Ihr Slogan, wie immer Sie das nennen. Sie müssen Ihrem Kunden sagen, warum Sie einzigartig sind, warum er bei Ihnen kaufen soll, warum er Sie kennenlernen muss und nicht Ihren Mitbewerber. Gucken Sie mal hier, da ist ein Unternehmer und bemalt seinen Firmenwagen. Der einzige Grund, den ich dafür erkennen kann, ist mehr Umsatz. Markant. Meine Frage gehässig, wie verzweifelt muss jemand sein, um auf diese Webseite zu gehen? Keine Chance. Es sei denn, Hartz-IV-Empfänger keine Freunde und auch sonst keine Hobbys, sage ich immer gehässig. Allerdings, wenn der Unternehmer sich die Mühe macht, eine USP, einen Stanov zu entwickeln, wie ich sage, immer zum günstigsten Preis einkaufen. Markant ist eine Einkaufsagentur, die ihn, wenn Sie sehr vom Einkauf leben, immer die günstigsten Preise im Markt rausholt.
jetzt einen Grund, auf die Webseite zu gehen? Ich denke, ja, mit Ihnen. Also, schaffen Sie sich eine unwiderstehliche USP. Fragen Sie sich dazu, warum ist Ihr Angebot, Ihr Unternehmen einzigartig? Warum ist es was Besonderes? Viele haben die USP, aber die ist so langweilig und nutzlos, dass es sie nicht unterscheidet. Das kann jeder Mitbewerber sagen. Wenn Sie mich fragen, was mache ich? Hier ist die Antwort. Ich entwickle Marketingstrategien für selbstständige Unternehmer aller Branchen und Größenordnungen, eliminiere die Verschwendung von Werbegeldern und steigere die Produktivität ihrer Verkaufsmitarbeiter und Verkaufsprozesse um mindestens 1000%, garantiert. Was passiert, wenn Sie sowas hören? Die Frage, was wirklich, wie macht ihr das, erzähl mir mehr. Und das ist das Ziel Ihrer USP. Es geht hier nicht um Kürze. Es gibt viele USP, die das Papier nicht wert sind, auf das die gedruckt sind. Ich zeige Ihnen USP, wo Sie gar nicht sich für das Produkt interessieren und trotzdem sagen, sensationell, erzähl mir mehr. Und das muss Ihre USP bringen. Warum ist die USP so wichtig? Weil bevor Sie erfolgreich verkaufen können, müssen Sie definieren, was Ihr Unternehmen von jedem anderen in Ihrer Branche unterscheidet. Wenn Sie das nicht überzeugend kommuniziert kriegen, was Sie besser oder anders machen als Ihr gesamter Mitbewerb, dann wundern sich nicht, dass Ihre Kunden woanders kaufen. So, nächste Strategie zum Mitschreiben, die 4 U's. Die 4 U's werden Ihnen helfen, sofort stärkere Betreffzeilen für Ihre E-Mails, bessere Headlines, bessere Nutzenargumente, Subheadlines, Teasertexte und so weiter zu schreiben. Nur das Rote mitschreiben, bitte. Wir haben wenig Zeit. Das erste steht, U steht für urgent, das heißt Dringlichkeit, ein Zeitelement. Das zweite U steht für unique, einzigartig. Die Wahrheit ist, Ihre Kunden wollen nicht weitere Produkte, sie wollen etwas Besonderes, etwas Einzigartiges. Egal wie lange Sie am Markt sind, machen Sie was Besonderes draus. Das dritte U steht für ultraspezifisch. Domino Pizza sagt nicht, wir liefern Pizza, sondern wir liefern in 30 Minuten. Und nützlich, useful. Ihre Headline, Ihre Betreffzeilen müssen einen Nutzen, einen spezifischen, einzigartigen Nutzen bieten. Machen wir mal Beispiele, wie mächtig dieses System ist. Wie Sie Ihre Produktivität sofort verdoppeln mit nur 8 Minuten täglich. Hier ist ganz viel von diesen 4 U's eingebaut und Sie merken, funktioniert. Mein Tipp ist, nehmen Sie sich irgendeine Headline, nehmen Sie sich Ihre Betreffzeilen und bewerten sich für jedes U bei 1 bis 6, 1 Schulnote, sehr gut, 6 Sätzen. Fragen sich, ist meine Betreffzeile, meine Headline, meine Botschaft dringend? Hat es ein Zeitelement? Ist es einzigartig? Bietet es kein anderer? Ist es ultraspezifisch? Für die, die hektisch sind, wir geben Ihnen die PDFs nach dem Seminar, diese PDFs, die wichtig sind, sodass Sie das nicht alles mitschreiben müssen. Fragen sich, welche Worte kann ich verändern, ergänzen, um mehr um bessere Noten bei jedem U zu kriegen. Gib Ihnen ein Beispiel. Wir gehen mal nur durch das erste U, nämlich Urgent, Dringlichkeit. Geben Sie dem Leser einen Grund, jetzt zu handeln, jetzt zu kaufen. Nehmen wir mal diese Headline, machen Sie 50.000 Euro online. Keine schlechte Betreffzeile vielleicht für eine Headline. Wie können Sie Urgency mit einbauen? Machen Sie noch in diesem Jahr 50.000 Euro online. Oder machen Sie noch in diesem Monat 50.000 Euro online. Es muss glaubwürdig sein, das ist wichtig. Aber Sie merken, allein dadurch steigt unsere Note oder sinkt unsere Note von vielleicht hier 4 auf 2 mindestens bei Dringlichkeit. Mein Tipp ist, Zeitlimits einbauen, Limit für Verfügbarkeit, nur heute, nur 7 Tage, sowas funktioniert. Oder ein bestimmter Bonus bei Kauf vor bestimmten Datum. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Der nächste Punkt zum Thema Marketing. Wir sind ja beim zweiten Schlüssel. Mehr Fokus auf Marketing. Red Bull haben wir angefangen, Apple. Ich nenne das Mache intelligentes Marketing. Ich spreche nicht davon, sinnlos Geld auszugeben für nutzloses Marketing, das nichts bringt. Herr Schmitz, kurzes Feedback will ich zu hören. Hier sagt jemand, der Ton ist mehr als schlecht. Ton ist sehr gut. Okay, geht's weiter. Was ist intelligentes Marketing? Ganz einfach. Intelligentes Marketing vereinfacht das Verkaufen bzw. macht es idealerweise überflüssig. Wenn Sie intelligentes Marketing machen, brauchen Sie gar nicht mehr zu verkaufen. Ich zeige Ihnen gleich ein Beispiel. Das Ziel muss sein, dass Sie nicht Kaltakquise machen, wahllos Ihre Energie und Ihr Geld verschwenden, sondern nur vorinteressierte Leads in Ihren Verkaufsprozess reinspulen. Das heißt, Leute, Menschen, die aktiv nach ihrem Produkt, ihrer Dienstleistung suchen. Kaufmotiviert. In meinen Geschäften hieß es immer, ein Interessent ist jemand, der in den nächsten 3 Monaten eine Kaufentscheidung trifft. Die Frage ist bei Ihnen oder beim Mitbewerb. Vorqualifiziert.
Sie kennen ja die Katalogsammler, ne? Die wollen alles wissen, aber haben nie das Geld, ihre eigene Miete zu zahlen. Und positiv Voreingestellte, das heißt, die sehen Sie schon als Experten. Wenn Sie es schaffen würden, solche Leads in ausreichender Menge in Ihr Geschäft, in Ihre Verkaufsprozesse zu spulen, das wäre interessant, vermute ich mal. Und ich setze noch einen drauf, diese dazu zu bringen, sich bei Ihnen zu melden, statt umgekehrt. Warum ist das wichtig, dass ein Interessent sich bei Ihnen meldet, aktiv wird? Ganz einfach, ich sage es Ihnen, weil statistisch gesehen, ein Interessent, der sich bei Ihnen meldet, 7 bis 13 Mal mehr häufiger wahrscheinlich erkauft. Das heißt, Sie machen mit solchen Leuten 7 bis 13 Mal mehr Umsatz. Ich spreche nicht von Prozent. Und hier ist ein Beispiel. Hier hat irgendeine Handwerkskammer in Deutschland ihre 20.000 Mitgliedsbetriebe wahrscheinlich angeschrieben. Uns ist gelungen, einen der besten Business Coach in Deutschland zu gewinnen für einen 90-minütigen Vortrag, erfolgreiche Werbung im Handwerksbetrieb, auch bei kleinem Budget. Und Sie ahnen es schon, das Mannequin da vorne, das bin ich. Ungefähr 600 von den Handwerkern sitzen hier im Raum und das ist intelligentes Marketing. Überlegen Sie mal, die sind vorinteressiert, sonst würden sie nicht auf so eine Marketing-Know-how-Veranstaltung kommen. Die sind positiv eingestellt, weil mit den Worten genau hat mich der Präsident der Handwerkskammer gerade vorgestellt. Die wollen was für Marketing machen, die sind positiv die sind kaufinteressiert, genau das Publikum, was wir uns wünschen. Und das Schöne ist, wir zeigen Ihnen gleich, wie Sie solches intelligente Marketing konkret umsetzen. Dazu brauchen Sie, wenn Kunden sich bei Ihnen melden wollen, brauchen Sie einen Kontaktköder, nenne ich das zum Mitschreiben. Ein Kontaktköder ist ein Grund, dass ein Interessent sich bei Ihnen meldet. Was ich trainiere ist, nicht nur, dass 20% Ihrer Zielgruppe Ihnen zuhört, sondern dass 20% reagieren, auf Sie zukommen. Das können Sie erreichen. Wir erreichen zum Teil 30, 40, 50% und mehr. Vielleicht gebe ich Ihnen heute Beispiele. Und ich trainiere Strategien, wie Sie 20% Ihrer Zielgruppe zum Kauf bewegen. All das können Sie lernen. Zunächst mal brauchen Sie einen Grund, dass ein Interessent Sie anspricht. Was kann das sein? Ich möchte zunächst mal zeigen, wie mächtig Gründe sind, um Menschen zu motivieren, zu handeln. Man hat eine Studie gemacht an der Harvard-Universität. Man hat einen Schauspieler in eine Bibliothek geschickt, an eine Schlange vor einem Kopierer, die sich regelmäßig dort gebildet hat. Mit dem Ziel, sein Auftrag war, sich vorzudrängeln. Man gab ihm 2 Frageformulierungen. Die erste, Entschuldigung, ich habe 5 Seiten zu kopieren, kann ich die Kopierer benutzen, da ich es eilig habe? Die zweite, total identisch, Entschuldigung, ich habe 5 Seiten zu kopieren, kann ich einen Kopierer benutzen? Allerdings, es fehlt der Grund. Und Sie werden zugehen, der Grund ist ziemlich substanzlos, weil das könnte jeder es eilig haben. Aber das Ergebnis wird Sie umhauen. Beim ersten Fall, und er hat es 100-fach gemacht, das heißt, wir haben statistisch verlässliche Ergebnisse, 94% Erfolgsquote vorgelassen, beim zweiten nur 60%. Und das bedeutet, wenn Sie einen Grund geben, dass Ihr Kunde Sie kontaktiert, haben Sie 56% mehr Konvertierung, wie wir so schön sagen, heißt am Ende des Tages Umsatz. Der erste Grund, der den meisten einfällt, ist eine Preisreduktion, Aktionspreis. Wenn Sie sowas machen, mein Tipp, machen Sie den regulären Preis schwarz und klein durchgestrichen und den Aktionspreis in der Schmuckfarbe, zum Beispiel rot, und so groß, dass er die halbe Webseite oder Prospektseite einhüllt. Was gibt es denn noch für Gründe? Ganz klar, das erste, was uns einfällt, ist gratis oder geschenkt. Das ist immer der beste Grund. Ein Geschenk abzulehnen ist schon schwer. Und ich sage es Ihnen gleich vorneweg, das Beste, was funktioniert als Kontaktköder, ist ein Report. Ein Insider-Report. Das braucht keine Diplomarbeit. 80 Seiten, 5 bis 8 Seiten reicht. Wie Sie den richtigen Anbieter für Ihre Produktverpackung jetzt finden. Die 5 miesesten Tricks der Bauunternehmer und wie Sie sich jetzt dagegen wehren. Schmerz oder Freude? Ihre Kunden suchen immer das. Eine Checkliste funktioniert wunderbar. Eine Preisreduktion haben wir kennengelernt. Manchmal reicht eine einfache Information. Die 3 besten Geldanlagen genau jetzt. Wie Millionäre ihr Geld jetzt sicher durch die Krise steuern. Ein Audio-Video von einem Vortrag, Seminar, das Sie gemacht haben. Sensationell. So, Sie brauchen einen Kontaktköder, haben wir an Bord genommen. Die nächste Strategie. Wie ist es wert, dass wir allein mal ein 2-Tages-Seminar daraus machen? Und ich sage Ihnen, diese Strategie ist seit 12 Jahren eins meiner Lieblingsthemen, meiner Spezialthemen, hat das Potenzial, Ihren Umsatz in den nächsten 12 Monaten zu verzehnfachen, wenn Sie sie fokussiert anwenden. Symbiotische Geschäftspartnerschaften nenne ich sie. Im Internet haben wir sie heute perfektioniert. Der Herr Ralf Schmitz wird gleich was dazu sagen. Frage, wollen Sie die erfolgreichsten Unternehmen dazu bringen, für Sie zu verkaufen? Die Antwort höre ich schallend im Internet, ja.
Und das sind symbiotische Geschäftspartnerschaften. Eine symbiotische Geschäftspartnerschaft, aufgepasst, ist keine, wie ich so sage, in Anführungszeichen schwule Werbegemeinschaft, nach dem Motto, du legst meine Prospekte aus, ich leg deine aus. Da, das haben wir alle schon probiert, das bringt nichts. Eine symbiotische Geschäftspartnerschaft ist ein Geschäftspartner, der 10, 100 Mal so viele Kunden hat, wie Sie erreichen wollen und aktiv für Sie, für Ihr Produkt, Ihre Dienstleistung wirbt. Ich zeige Ihnen gleich, wie einfach das ist. Zunächst mal, was ist einer der Haupthindernisgründe, um mehr Abschlüsse mit Neukunden zu produzieren? Misstrauen. Die Angst Ihrer Interessenten, bei Ihnen Schiffbruch zu erleiden. Die gehen lieber zu Ihrem bisherigen Lieferanten, auch wenn er Sie nicht vollständig glücklich macht. Aber wenn Sie, das erste haben wir kennengelernt, eine Stanuff haben, dann haben Sie einen Grund, dass er Sie kontaktiert. Ne? Bin ich von Pizza Eis saftig und lecker. Aber ich gehe hier in eine andere Richtung. Mit dieser Methode nutzen Sie das Vertrauen und die langfristige Kundenbeziehung von anderen Unternehmen, um Ihr Angebot, Produkt, Dienstleistung zu verkaufen. Wie geht das? Und ich sage es nochmal, das ist eine der schnellsten, mächtigsten Strategien, um Ihren Umsatz zu steigern. Ich habe Unternehmer, die allein damit Ihren Umsatz in einem Jahr verzwanzigfachen. Zunächst mal finden Sie heraus, wer ein geeigneter Partner sein kann. Und dazu benutzen Sie meine magische Frage. Was und bei wem kaufen meine Zielkunden, bevor, während oder nachdem sie mein Produkt, meine Dienstleistung kaufen? Ein Kapitalbeschaffer für Unternehmer kann zum Beispiel eine Partnerschaft mit einer Werbeagentur machen. Eine Werbeagentur hat Unternehmer, die expandieren, werben, ganz klar. Das heißt, fragen sich, was und bei wem kaufen meine Zielkunden? Dann kontaktieren sie diese Geschäfte und machen es einfach und vorteilhaft für die, deren Kunden zu ihnen zu schicken. Was heißt das? Einfach machen Sie es, indem Sie denen beweisen, dass Sie überdurchschnittliche Qualität bieten. Ja? Wenn ich sage, als Marketingberater, Coach, naja, meine Kunden überleben, ist das eine Sache. Wenn ich sage, die verdoppeln ihren Umsatz in einem Jahr, ist das ganz, was ganz anderes. Ich gebe Ihnen Beispiele hier, damit Sie sehen, es geht am schnellsten, wie Sie das umsetzen. Das ist ein Rechtsanwalt, der kam zu mir und sagte, ich kann doch keine Werbung machen. Heute, er hat seinen Umsatz versechsfacht, im Wesentlichen durch symbiotische Geschäftspartnerschaften. Hier macht er einen Vortrag zum Beispiel bei 200 Zahnärzten. Das ist ein Event, das ein anderer Klient von mir, ein Dentallabor, organisiert hat. Die machen heute pro Quartal eine Vortragsveranstaltung für deren Kunden, Zahnärzte. Und dieser Rechtsanwalt, bei mir auf dem Seminar, sich spezialisiert auf Medizinrecht, ist heute eine der 5 renommiertesten Medizinrechtskanzleien in Deutschland. Und er sagt, wenn ich einen Vortrag vor Zahnärzten halte, werden 15, manchmal 15% der Anwesenden sofort zu Mandanten. Ungefähr das gleiche in den 6 Monaten danach. Symbiotische Geschäftspartnerschaft. Bringen Sie Partner dazu. So Organisationen gibt es wie Sand am Meer. Zweite Idee, verkaufen über den Katalog Ihres symbiotischen Geschäftspartners. Wenn Ihre Geschäftspartner Kataloge verschicken. Ich gebe Ihnen ein Beispiel von vor 25 Jahren hier. Damals gab es Olivetti als Computerhändler in Deutschland. Mein erstes Unternehmen hat IT-Training für Mittelstand und Konzerne in Deutschland angeboten, in 8 Großstädten. Und Olivetti war ein direkter Mitbewerber, hat palettenweise an seine 6.000 Fachhändler 400 Seiten dicke Hochglanzkataloge, Weiterbildungsangebot Olivetti verteilt. 30 Seiten davon waren meine Seminare. Fragen sich, warum soll Olivetti das machen? Ganz einfach, weil es diese Themen nicht belegt hat. Und weil es ein Kickback, ein Prozentsatz von jedem Umsatz, die haben die Auftragsannahme gemacht, können Sie auch so machen mit Ihrem Partner, wenn der skeptisch ist. Ich habe viele Klienten, die das auch erfolgreich machen, zum Beispiel der Dr. Dirk Feierabend, Europageschäftsführer von Polar. Sie kennen diese Polar-Dinger, verkauft über den Workshop-Katalog der Lufthansa, Sie wissen schon. Hier ein paar weitere Ideen, wie Sie solche symbiotischen Geschäftspartnerschaften einstellen können. Und dann ist der Ralf Schmitz mal dran. Mal gucken, was der zum Besten gibt heute. Wenn Sie sagen, lieber Partner, empfehle mich weiter, das hat er vergessen, nachdem er durch die Tür ist. Aber wenn Sie 10.000, 20.000 schön gedruckte Gutscheine machen, gestaltet, mit der Kompensation, mit dem Kontaktköder, kleiner Tipp für die Kunden von Ihrem Geschäftspartner, dann schreien die 20.000 Gutscheine, danach ausgeteilt zu werden. Was kann das sein? Ein Gutschein für Ihren Insider-Report oder ein kostenloses Infoseminar oder eine Empfehlung im Newsletter Ihres symbiotischen Geschäftspartners, eine Teilnahme an Werbeaussendungen, wenn Ihr Partner einmal im Monat 80.000 Mailings rausschickt und Sie sind nicht dabei, zum Beispiel mit einem Gutschein, haben Sie was verpasst. Teilnahme am Event habe ich gerade gezeigt. Oder redaktionelle Artikel im Newsletter, Seminar-Workshop-Vortrag durch Sie organisiert. Die Möglichkeiten sind unendlich.
Ein Aufsteller, ein Event, ein Chiropraktiker kann doch ein Event machen im Fitnessstudio und sagen, okay, kostenfreie Analyse, Untersuchung Ihres Rückenmarks, was weiß ich nicht. Ja, gibt unendliche Möglichkeiten. Diese Strategie allein ist es wert, mal ein einzelnes Webinar dazu zu machen. Ich sage Ihnen, egal, auch die, die mich schon über Jahre kennen, wir alle, Sie alle nutzen die zu wenig. Und damit übergebe ich an meinen Partner hier, an Herrn Ralf Schmidt. Sind Sie noch unter den Lebendigen? Vielen Dank, Herr Lambert. Ich bin noch da. Ich habe ja aufmerksam zugehört. Ich will ja immer noch lernen. Okay, an alle Teilnehmer zuerst einmal, wer zum Teufel ist Ralf Schmidt? Sind viele Teilnehmer hier, die mich kennen, aber auch viele Teilnehmer, die mich nicht kennen werden. Von daher stelle ich mich gerne kurz vor. Partnermarketing aus Leidenschaft, das ist mein Leitsatz. Und in den letzten 6 Jahren habe ich 2 Unternehmen aufgebaut im Internetmarketing bzw. im Online-Marketing. Okay, ich stelle ein bisschen lauter, kein Problem. Okay, ich hoffe, jetzt ist es besser. Okay, in den letzten 6 Jahren habe ich 2 Unternehmen im Online-Marketing bzw. Internet-Marketing aufgebaut. Ich habe innerhalb von 12 Monaten meinen Umsatz von 150.000 Euro auf 1,2 Millionen Euro steigern können und das als Einzelunternehmer ohne feste Angestellte durch symbiotische Partnerschaften, wie Herr Lambert das eben schon erklärt hat. Das erlaubt es mir, abwechselnd auf Mallorca und in den USA, Florida zu leben und mein Business von diesen Orten aus zu betreiben. Ich habe unzählige Bücher über Marketing und Erfolg gelesen, speziell hier im Partnermarketing, also symbiotische Partnerschaften, und habe unter anderem Coaching-Kurse bei Marketing-Gurus belegt, wie Chris Farrell, Mike Fieldsein, Frank Kern, Jack Canfield oder auch zum Beispiel Cory Rudel, der leider sehr, sehr früh verstorben ist mit 35 Jahren, der aber mit 16 Jahren schon ein Business aufgebaut hat und mit knapp über 20 schon vielfacher Millionär war, weil er symbiotische Partnerschaften richtig eingesetzt hat. Er hat zeitweise über 200.000 Partner gehabt, die ihm seine Produkte verkauft haben. Und Sie können sich vorstellen, was das bedeutet. Das heißt, Sie brauchen fast selber keinen Finger mehr zu rühren, wenn 200.000 Partner für Ihr Produkt werben. Ja, zu dem Thema habe ich auch unzählige Seminare besucht, zum Thema Branding, Persönlichkeit, Marketing, Human Branding. Bin Speaker auf Kongressen und Fachveranstaltungen, wie zum Beispiel dem Internet Marketing Kongress in Berlin oder der Affiliate Tactics in München, wo ich im Frühjahr dieses Jahres einen Workshop gehalten habe zum Thema Partner Marketing. Ja, persönliche Arbeit mit mehr als 3.000 Menschen in meinen Kursen, 2.000 alleine davon im VIP Affiliate Club und in meinen Seminaren. Ergebnis: unzählige erfolgreiche Start-up und Existenzen, die hier gestartet sind mit dem Thema Partnermarketing. Sprich, ich bin Experte für Partnermarketing, Automatisierung und Outsourcing, denn das sind meiner Meinung nach die wichtigen Punkte, wie Sie Marketing richtig betreiben, wie Sie besseres Marketing betreiben und vor allen Dingen betreiben können, da Sie durch die Automatisierung wie das Outsourcing neue freie Zeitfenster schaffen. Okay, das zu meiner Person und damit auf in die Königsklasse mit perfektem Partnermarketing. Was ich Ihnen sagen möchte, ist, mit perfektem Partnermarketing erreichen Sie mehr Reichweite als jemals zuvor. Ich hatte es eben schon mal angesprochen, Cory Rudel, eine Koryphäe auf diesem Gebiet, der sehr, sehr früh damit angefangen hat und wie gesagt leider 2005 schon verstorben ist, aber heute noch Vorbild in der kompletten Partnermarketing-Branche ist, hat zeitweise 200.000 Partner gehabt, die für ihn geworben haben und Sie können sich vorstellen, was das für eine Reichweite ergeben hat. Zudem erreichen Sie durch perfektes Partnermarketing viel stärkeres Branding und eine Bekanntheit nach wenigen Tagen. Und dieses Branding, diese Bekanntheit, die schafft natürlich auch enormes Vertrauen. Und mit diesem Vertrauen haben Sie extrem viel mehr Besucher auf Ihren Webseiten und damit auch qualifizierteren Traffic nach nur ein paar Tagen, wenn Sie das Ganze richtig angehen und richtig umsetzen. Herr Lambert hat es schon gesagt, eigentlich wird es viel zu wenig angewendet und ein so perfekter Weg muss definitiv schnellstens von Ihnen umgesetzt werden.
Heißt auch, in dem Falle qualifizieren wir unseren Traffic vor. Herr Lambert sagt so schön, Vorinteressierte. Und das kommt ganz einfach dadurch, dass die Partner ja in genau dem gleichen Bereich tätig sind. Da ist ja kein Metzger, der für einen Autoverkäufer wirbt oder sonstiges, sondern da sind wirklich Partner unterwegs, die uns die Kunden schon vorqualifizieren. Und so halten wir Traffic, der viel qualifizierter ist und viel, viel besser konvertiert, sprich viel besser unsere Produkte an den Mann bringen lässt. Und das Ganze heißt am Ende natürlich mehr Einnahmen und trotzdem mehr Freizeit, weil ja die Partner einen Großteil vom Marketing, von der täglichen Arbeit für sie übernehmen. Stellen Sie sich nur vor, wir sprechen hier nicht von 200.000 Partnern, sondern nur von 500 oder 600 Partnern und die sind richtig aktiv und bewerben ihre Produkte. Das heißt, es wird ihnen auch 500 oder 600 Mal die Arbeit abgenommen. Also mehr Einnahmen und trotzdem mehr Freizeit. Und ganz, ganz wichtig im Partnermarketing, fahren Sie keine nur Mein-Produkt-Strategie. Das ist tödlich. Immer wieder muss ich feststellen, dass viele ein Top-Produkt haben, ein Top-Produkt am Markt platziert, sogar sehr gut verkaufen, aber dann nichts weiter mit den zum Beispiel E-Mail-Adressen anstellen. Und hier darf nach einem eigenen Produktverkauf einfach nicht Schluss sein. Und dafür braucht man kein weiteres eigenes Produkt, sondern man kann hier perfekt mit dem Partnermarketing arbeiten, mit diesen symbiotischen Partnerschaften. Das ist mehr als perfekt dafür. Sie können Ihre Kunden, die ja schon Vertrauen zu Ihnen gefasst haben, direkt auf andere Partnerprodukte aufmerksam machen und dann wirklich sehr, sehr gutes Geld durch Partnermarketing. Nutzen Sie die Kunden und bieten Partnerprodukte an. Nutzen Sie dieses Potenzial. Sie müssen vollautomatisierte Funnel erstellen, um Ihre Produkte, um Ihre Kunden durch diese Funnels zu führen und damit weiter Geld zu verdienen. Nicht nur bei Ihrem eigenen Produkt oder nicht bei dem eigenen Produkt Stopp machen, wenn das verkauft ist, nicht zurücklehnen, nicht in die Komfortzone gehen, sondern weiter nach vorne gehen. Gut, und mit der Automatisierung enteilen Sie der Konkurrenz. Automatisierung ist eines meiner Lieblingsthemen neben Partnermarketing, denn Automatisierung ist das Instrument, was mich zum Beispiel auch Mallorca und Florida genießen lässt. Es gibt heute so viele Tools da draußen, so viele Möglichkeiten, sein Business zu automatisieren. Warum alles selber machen? Und auch hier stellen Herr Lambert und ich immer wieder fest, dass viele Unternehmer alles selber machen wollen, weil sie denken, das kann ein anderer gar nicht oder nur ich kann das. Falsch. Automatisierung sollte hier sofort greifen. Das ist eine enorme Zeitersparnis, die Sie mit der Automatisierung rausholen. Ein geringer Zeitaufwand und einmalige Kosten. Solche Tools, die Ihnen zum Beispiel automatisch Kontakte in Ihr E-Mail-Marketing reinspielen, die sind sehr, sehr günstig, wenn man die als Mitarbeiter mal betrachtet. Das sind Mitarbeiter, die keinen Urlaub wollen. Die arbeiten 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr, wenn ich das möchte. Und zwar jeden Tag mit einem einzigen kleinen Mausklick. Die brauchen oder die werden niemals krank. Die bekommen kein Krankengeld. Die liegen ihnen nicht auf der Tasche. Die kosten keine Sozialabgaben. Das sind die genialsten Mitarbeiter, die es überhaupt gibt. Automatisieren Sie und enteilen so Ihre Konkurrenz. Das war es, was ich Ihnen heute sagen möchte. Und damit übergebe ich wieder an Dirk Michael Lambert. Herr Lambert, Ihr Turn. Ja, vielen Dank, Herr Schmitz. Der Herr Schmitz spricht natürlich aus der Richtung des Internetmarketiers. Was wir Ihnen am Ende des Webinars zeigen und anbieten, dass wir Ihre symbiotische Geschäftspartnerschaft automatisiert mit den Möglichkeiten des Internets für Sie anlegen. Und das ist wirklich der Hammer. Das ist eine der Säulen für einen Quantensprung, der für jeden Unternehmer in diesem Jahr noch möglich ist. Das war der zweite Schlüssel, nämlich mehr Fokus auf Marketing. Wir kommen zum dritten Schlüssel, die tägliche Gewohnheit, Dringendes fertig zu machen. Es gibt einen Unterschied zwischen dem mittelmäßigen und super erfolgreichen Unternehmer. Und das Erste, was wir uns abgewöhnen müssen, ist das lähmende Konzept der Perfektion. Die erfolgreichsten Unternehmer, die ich kenne, setzen sofort um. Es gibt Studien, die zeigen, wer
wichtigster Faktor zwischen Mittelmaß und Supererfolg ist die Geschwindigkeit in der Umsetzung. Und deswegen mein Impuls, wenn Sie wollen, schreiben Sie auf, fertig ist besser als perfekt. Perfekt kommt nämlich nie, das ist die Wahrheit. Ich habe so viele Klienten, Unternehmer, die eine tolle Idee haben, aber sie muss erstmal perfekt sein und das kommt eben nie. Fertig ist besser als perfekt. Vom Techniker zu Unternehmer. Was ist das Hauptproblem der meisten Unternehmer? Was würden Sie sagen? Chat rechts wieder auf. Vielleicht schreiben Sie mal was rein, nur Mut. Perfektion, Mut. Sie fangen nicht an. Alles richtig. Das Hauptproblem der Unternehmer, ich habe es mal so formuliert, wir müssen alles selber machen. Die Charts sind hier sehr kreativ durcheinander gewirbelt, aber wir kommen klar. Das Hauptproblem der meisten Unternehmer, wir wollen alles selber machen. Und deswegen, der eine bastelt an Webseiten, der andere schließt strategische Allianzen. Der eine lernt Suchmaschinenoptimierung, der andere sucht jemand, der das für ihn macht. Mein Impuls, kämpfen sich nicht von Auftrag zu Auftrag, sondern bauen Sie ein System, das Sie und Ihre Lebenszeit befreit. Und dabei wollen wir Ihnen helfen. Vom Techniker zu Unternehmer kommen Sie weg von dem, ich muss alles selber machen. Wir Deutschen, ich muss das alleine schaffen. Weg vom, was ich nenne, das Mikromanagement. Jedem über die Schulter schauen, alles reparieren und korrigieren. Zum strategischen Unternehmensaufbau. Sie brauchen nicht zu wissen, wie etwas geht, Suchmaschinenoptimierung, eine Blogseite aufzusetzen, Video hochzuladen. Sie müssen nur jemanden kennen, der das kann, sonst verschwenden Sie doppelt Ihre Lebenszeit. Das ist das, was wir Ihnen hier heute anbieten wollen. Einmal, um die Fähigkeit zu lernen und zweitens bei der Umsetzung. Der nächste Satz ist eine Entscheidung, die jeder Erfolgsunternehmer irgendwann mal getroffen hat. Tu in jedem Moment deines Lebens das Produktivste, das du tun kannst. Wie hört sich das an? Die meisten sagen ziemlich anstrengend. Aufgepasst, das heißt nicht, dass Sie sich in jeder Sekunde Ihres Lebens Ihr Herz zehnmal rausreißen. Das Produktivste ist das, was Sie am schnellsten zu Ihrem Ziel trägt, bringt. Und das heißt oft eine Partnerschaft, eine Geschäftspartnerschaft eingehen, anstatt sich durchs Tagesgeschäft zu quälen. Das bedeutet, an Ihren Marketing-Verkaufsprozessen zu arbeiten, wenn Sie bessere Ergebnisse haben wollen. Wo in jedem Moment das Produktivste, das du tun kannst. Versager tun das niemals. Ich frage oft plakativ, was ist der Unterschied zwischen einem Millionär und einem Milliardär? Genau das. Wenn Sie einen Termin haben bei einem Milliardär, dann haben Sie 5 Minuten. Wenn Sie nicht in den ersten 30 Sekunden landen, sind Sie geistig schon wieder raus. Und das bedeutet, wenn Sie so einen Termin haben, dann bereiten Sie sich vor, oft Wochen vorher. Sie überlegen sich, was sind die wichtigsten Argumente, dass der Ihnen zuhört und so weiter. Und ich benutze dazu ganz gerne den ABCD-Quadranten. Wir haben wenig Zeit, deswegen mache ich es ganz schnell. Hier ist das Wichtige abgetragen und nach hier das Dringende. Das heißt nach unten das Unwichtige, nach links das Nicht-Dringende. Und es geht, das ist meine Botschaft da drin, darum, dass wir vom Nicht-Wichtigen, vom D-Quadrant über den C-Quadrant, B-Quadrant in den A-Quadrant. Ich will Ihnen ganz kurz zeigen, was ich mit den einzelnen Quadranten meine. Der A-Quadrant, das ist das Wichtige, was nicht dringend ist. Worum geht es da? Um Lernen, Wachsen, Ihr Fitnessprogramm, Ihre Partnerschaft, Ihre Familie, Ihre Ehre, Gesundheit, Freundschaften, Ihre Vision zu verwirklichen. Und wie oft vernachlässigen wir diese Dinge? Unsere Gesundheit, der Herzinfarkt, die Beziehung, die Ehe, unsere Vision. Ne? Wir lassen uns durchs Tagesgeschäft einfangen, der C-Quadrant. Die erfolgreichsten Unternehmer, die ich kenne, haben am Tag 1 oder 2 Prioritäten, nämlich ihre Vision zu verwirklichen und lassen nichts sich davon ablenken. Der B-Quadrant, das ist das Wichtige, was dringend ist. Was ist das? Ein wichtiger 60% Kunde wandert ab. Ihre Gesundheit spielt nicht mehr mit, eine Krankheit kommt rein. Das heißt, wir haben etwas, was wichtig ist, so lange vernachlässigt, bis es dringend wird. Dumm gelaufen. Und unser normales Zuhause vom Techniker ist der C-Quadrant. Das sind die To-Dos, das Tagesgeschäft, Kundenanfragen, Mitarbeiteranfragen. Das ist unser Tagesgeschehen. Und da wir als Techniker oft starten, denken wir, das sind die wichtigsten Prioritäten. Die verwirklichen aber nicht ihre Vision. Leute wie Steve Jobs fokussieren sich auf den A-Quadrant. Das Schlimmste ist der D-Quadrant.
nicht wichtig und nicht dringend. Das sind kurzfristige Ablenken, mal in die Stadt fahren, irgendwas kaufen, was uns kurzfristig gut fühlen, Fernsehen schauen, aus Langeweile betäuben mit modernen Drogen und so weiter. Und mein Tipp ist, kommen Sie aus dem C-Quadrant, aus dem Zuhause des Technikers raus und zwingen sich systematisch mehr im B- und A-Quadrant zu verbringen. Machen Sie Ihre Vision, machen Sie die wirklich wichtigen Dinge in Ihrem Leben wichtig. Ich möchte zeigen, wie Sie es umsetzen, mit zwei konkreten Impulsen. Erkenntnis, erfolgreiche Unternehmer, stelle ich fest, sind fanatisch ergebnisfokussiert. Wie können wir das in unsere Psyche bringen? Schreiben Sie sich bitte auf Tagesbilanz, wenn das für Sie neu ist. Was heißt das? Sie können Ihr Gehirn trainieren, ergebnisorientiert zu werden, indem Sie am Ende jedes Tages 3-5 Minuten nehmen und eine Tagesbilanz, nenne ich das, machen. Notieren Sie alle bilanzierbaren Ergebnisse, die Sie an dem Tag produziert haben. Aufgepasst, Aktivitäten sind nicht automatische Ergebnisse. 2 Stunden Telefonakquise ist kein bilanzierbares Ergebnis, vergessen Sie es. 5 Angebote produziert, 20.000 Euro Neuumsatz, das ist ein bilanzierbares Ergebnis. 1 Stunde Mitarbeiterbeating, Meeting gemacht, kein bilanzierbares Ergebnis, vergessen Sie es. Alle Mitarbeiter hinter dem Firmenziel eingeschworen, das ist ein bilanzierbares Ergebnis. So, nächster Tipp. Wenn Sie das 14 Tage machen, werden Sie merken, Sie denken mehr ergebnisorientiert. Dann kommt mein nächster Tipp. Fangen Sie an, eine ergebnisorientierte Tageplanung zu machen. Das heißt, gehen Sie am Abend nicht hin und sagen, was will ich am nächsten Tag tun? Die meisten von uns machen eine To-Do-Planung, sondern eine ergebnisorientierte Planung. Was meine ich damit? Nicht aufschreiben 2 Stunden Telefonakquise, sondern 50.000 Euro Neuumsatz. Sagen Sie, naja, das kann ich nicht bestimmen, sage ich, doch, Ihre Gedanken erschaffen Ihre Realität. Wenn Sie sich auf 50.000 Neuumsatz fokussieren, kommt mehr Umsatz zu Ihnen. Wenn Sie das nicht glauben, für die Skeptiker, ich sage es nochmal, auf weiterführenden Kursen, am Donnerstag mache ich ein Coaching-Seminar, wir haben auch einige heute Abend hier dabei, und da machen die Teilnehmer eine Telepathieübung. Da merken Sie, dass Ihre Gedanken jeden Menschen in der Sekunde, wo Sie sie denken, erreichen. Also ergebnisorientierte Planung. Machen Sie Ihre Tagesplanung ergebnisorientiert und nicht to-do-orientiert. Der 4. Schlüssel für mehr Erfolg mit Ihrem Business. Schaffen Sie sich effektivere Verkaufsprozesse. Auch hier sehr schnell einige gute Strategien zum Umsetzen. Zunächst mal dieser Satz, wenn er neu ist, bitte mitschreiben. Den können wir uns nicht oft genug bewusst machen. Die Qualität meiner Kommunikation bestimmt die Qualität meines Lebens. Wenn ein Unternehmer 100-mal mehr Umsatz macht wie Sie, kommuniziert er nicht 100-mal effektiver, vielleicht 20%, aber das reicht schon. Meine Botschaft ist, Sie sind nie am Ende als Unternehmer zu lernen, effektiver zu kommunizieren. Sie machen sofort mehr Umsatz, nächster Impuls, indem Sie an beide Gehirnhälften verkaufen. Was heißt das? Sie kennen das Konzept der linken und rechten Gehirnhälfte. Linke denkt, rechte fühlt, könnte man sagen. Die meisten von uns verkaufen im Wesentlichen rational. Das ist die linke Gehirnhälfte. Beispielsweise könnte ich sagen, ich mache ein Marketing-Seminar für Unternehmer. Dort lernen Sie Marketingstrategien, lieber Kunde, mit denen Ihr Geschäft mehr Umsatz macht. Das ist links hier nicht. Sie merken, Sie müssen nachdenken, ob Sie das interessiert. Wenn ich sage, Sie lernen Marketingstrategien, mit denen Ihr Geschäft mehr Umsatz macht und mit dem Sie mehr Geld machen, sodass Sie Ihren neuen Sportwagen bar bezahlen können, ruhiger schlafen und einen höheren Lebensstandard genießen, um den Ihre Nachbarn Sie beneiden werden, merken Sie, dass Ihre Gefühle involviert werden. Und Sie machen doppelt so viel, 3-mal so viel Umsatz. Das zeigen Studien. Nächstes Konzept. Um starke Verkaufstexte zu schreiben, müssen Sie Ihre Zielkunden auf allen Ebenen seiner Persönlichkeit erreichen. Intellektuell, emotional und als Person. Ich gebe ein Beispiel. Mit unseren Anlageempfehlungen schlagen Sie den DAX um 50 bis 100 Punkte. Sie merken intellektuell, muss ich nachdenken, linke Gehirnhälfte. Wenn ich sage, mit unseren Insider-Tipps werden Sie in der Lage sein, Cash für Ihren nächsten Wagen zu zahlen, egal ob BMW, Mercedes, Porsche. Und Sie schlafen nachts besser, merken Sie, ich erreiche Sie emotional. Und wenn ich sage, mit unseren Insider-Tipps können Sie in 7 Jahren finanzielle Freiheit erreicht haben, aufhören zu arbeiten und tun nur noch, was Ihnen Spaß macht, merken Sie, dass ich Sie als Person erreiche. Das heißt, von oben nach unten, Person ist das Mächtigste. Intellektuell ist der Anfang. Meine Botschaft, bauen Sie Ihre Marketing, Ihre Werbebotschaften so, Ihre Verkaufspräsentation, dass Sie auf allen Ebenen angreifen.
Das geht auch noch in andere Ebenen und Dimensionen. Und zwar nehmen wir hier ein Konzept aus dem NLP entliehen. Beeinflussung im Verkaufsgespräch. Wenn wir uns angucken, wie ist ein Verkaufsgespräch aufgebaut? Wir haben alle unterschiedliche Verkaufsschulen besucht. Wir stimmen im Wesentlichen über die 6 Hauptschritte überein, egal welche Verkaufsschule Sie besucht haben. Der erste Schritt im Verkaufsgespräch ist Sympathie, Rapport, sagen wir heute neudeutsch. Ich sage Vertrauen und Respekt herstellen. Die zweite Stufe, Bedürfnisse finden beim Gegenüber. Die dritte Stufe ist den Wert des eigenen Angebots darstellen. Dann Kaufwunsch erzeugen, Einwände überwinden und abschließen. Der normale Unternehmer denkt, dann ist er fertig. Der erfolgreiche Unternehmer weiß, erst im Follow-up gewinnt er den Krieg. Und die Pyramide dahinter soll Ihnen sagen, die meisten Unternehmer, Unternehmen, die ich analysiere, fokussieren sich beim Trainieren der einzelnen Stufen auf die letzten 5 Schritte und investieren 80% hierauf. Wie weit ist die meisten Unternehmen oder Vertriebsstrukturen, die ich coache, begleite, kennenlerne, trainieren die ersten 2 Schritte gar nicht. Und es rächt sich. Man hat eine Studie gemacht über 30.000 Verkäufer, 9 Monate, hat festgestellt, die besten Top-Verkäufer investieren 60% in die ersten beiden Schritte. Das ist meine Botschaft. Und ich möchte Ihnen hier zeigen, wie Sie auf Internetseiten und auf Papier sofort Rapport herstellen, ohne dass sich der andere dagegen wehren kann. Und meine gehässige Frage an der Stelle ist natürlich, wie oft trainieren Sie in Ihrem Unternehmen jeden einzelnen Schritt Ihrer Verkaufsprozesse? Fangen wir an mit dem Thema Rapport. Die erfolgreichsten Top-Verkäufer von den 60% investieren die 60% in das Thema Rapport herstellen, Vertrauen und Respekt. Zunächst mal zum NLP, müssen wir uns kurz angucken dafür. Das NLP sagt, wir nehmen Informationen über unsere 5 Sinne auf. Die wichtigsten sind unsere Augen, visuell, Bilder, die Ohren, auditiv, über Gespräche, Töne und über unseren Gefühlstastsinn, kinästhetisch, Gefühl und Bewegung. Und das NLP sagt, durch Erfahrung und Erziehung bilden wir unterschiedliche Vorlieben, das heißt unterschiedliche Kanäle mehr oder weniger aus. Und die Folge ist, wir nehmen die Welt unterschiedlich wahr. Im NLP sagt man, wer mit einem Schweden Chinesisch spricht und mit einem Chinesen Schwedisch, wird nicht weit kommen. Jemand, der visuell ist, wie ich, der spricht sehr schnell, weil die Bilder innerlich so schnell kommen, dass er kaum die Worte so schnell rausbricht. Ein Kinesthet, der fühlt die Dinge mehr. Und er spricht viel langsamer, der Auditive ist dazwischen. Und wenn jetzt einer, das sind alles andere Gehirnareale, will ich sagen, einer im visuellen Modus, sie sind in allen unterschiedlichen Bereichen mehr oder weniger, aber wenn einer visuell arbeitet gerade mit seinem Gehirn, können sie den auditiv nicht erreichen. Beispiele dazu, gehen ein bisschen vor, wenn Sie im Verkaufsgespräch auf der Webseite oder in Ihren Verkaufsprospekten angeboten Rapport herstellen wollen, dann ist das Effektivste, dass Sie den gleichen Repräsentationskanal benutzen, sagt man. Wir werden es gleich verstehen. Der Visuelle, der benutzt Bilder und der spricht von, muss ich mir anschauen, sieht gut aus. Der Auditive, der spricht innerlich mit sich, hört sein inneres Gespräch und sagt, hört sich gut an zum Beispiel. Und der Kinesthet sagt, das muss ich mir erstmal durcharbeiten, fühlt sich gut an. Nochmal, wer mit einem Schweden Chinesisch spricht, wird nicht viel Abschlussquote erreichen. Und hier kommt die Anwendung für Sie. Der Augentelefonierer, der visuelle Typ, der spricht von Ausblick, Horizont, Anschauen, ne? Lebendig, nebelhaft und so weiter. Ich bin ein Beispiel, dass Sie es verstehen. Der visuelle Typ sagt zum Beispiel, Ihr Vorschlag sieht ein wenig verschwommen aus. Das sind alles visuelle Zugangsworte. Und dann sagen Sie bitte nicht, ich möchte das kurz erklären, lassen Sie uns darüber sprechen, auditive Antwort, sondern Sie bleiben im gleichen Kanal. Vielleicht kann ich ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Oder können Sie sich ein Bild davon machen, sagt der Gegenüber, sagen Sie, ich sehe es von meinem geistigen Auge. Sie bleiben im gleichen Kanal. Sie werden feststellen, ich kann Ihnen Popsongs zeigen, die Wochen, Monate lang an der Position 1 in der Chart bleiben. Die benutzen alle 3 Kanäle. Nochmal weiter, der Ohrentelefonierer nenne ich den, der auditive Typ, der sagt,
Müssen wir uns mal drüber unterhalten. Höre ich gerne, hört sich gut an, leihen Sie mir Ihr Ohr und so weiter. Wenn jemand sagt, das klingt mir aber nicht nach einem vernünftigen Vorschlag, klingt auditiv, dann sagen Sie nicht, lassen Sie uns das anschauen, sondern Sie sagen, man könnte sagen, dass Sie recht haben, dann lassen Sie uns drüber sprechen. Oder es herrschte solch eine Harmonie zwischen den Mitarbeitern, Harmonie, Schwingung, also Ton, auditiv, das kann man wohl sagen, Sie bleiben im gleichen Kanal. Und jetzt mein Tipp, der dritte ist der Gefühl, der Kinesthet, der sagt, lassen Sie uns das durcharbeiten, uns zusammensetzen, in den Griff bekommen. Muss ich erstmal Kontakt zu kriegen, meine Intuition sagt mir und so weiter. Wenn Ihre Branche, wie bei mir zum Beispiel, mein erstes Unternehmen IT-Leiter, waren Kinestheten, sind überwiegend, dann sprechen Sie auch kinesthetische Kanäle an. In Ihrem Beispiel, wenn er sagt, in Bezug auf unseren Chef habe ich ein gutes Gefühl, dann bleiben Sie im kinesthetischen Kanal, indem Sie sagen, ich hatte schon so eine Ahnung, dass Sie das so empfinden. Oder sie kann sich einfach nicht in den Griff bekommen. Griff bekommen, Kinesthet, Bewegung, Muskel. Dann sagen Sie nicht, lassen Sie uns drüber sprechen, sondern das kann für einen sensiblen Menschen unter diesem Druck aber auch schwer sein. Sensibel, Druck, schwer. Alles Gefühls, Kinästhetik, Muskelkraft. Und das ist mein Tipp. Sprechen Sie in Ihren Angeboten, Verkaufstexten, alle drei Kanäle an. Auditiv sagen Sie, ich zeige Ihnen neue Horizonte und Sie werden hören, wie Ihre Mitbewerber Ihnen Stolz und Anerkennung entgegenbringen. Und das wird Sie über sich selbst gut fühlen machen. Bisschen zusammengebastelt, aber Sie haben gehört, ich habe alle drei Kanäle angesprochen. Wir kommen zum fünften Schritt. Die Zeit rennt. Der fünfte Schlüssel, warum Unternehmer mehr Erfolg haben als andere, fokussiert ein ganzes Unternehmen auf Gewinn. Und ich sage Ihnen, wenn Sie nur das umsetzen von heute Abend, wird sich das Webinar die Zeit schon hundertfach gelohnt haben für Sie. Damit Sie wissen, was ich meine, habe ich Ihnen ein Bild mitgebracht. Wenn Sie das in der richtigen Währung in Ihrem Lager orten, dann sind Sie in der richtigen Richtung unterwegs. Man braucht Ziele. Das Erste, was ich meinen Klienten, Teilnehmern immer sage, jede Entscheidung Ihres Geschäfts können Sie ablesen an Ihren Geschäftszahlen. Und das heißt, wenn Sie sich nicht regelmäßig mit Ihren Geschäftszahlen systematisch verbinden, haben Sie keine Ahnung, was im Geschäft läuft und funktioniert oder auch nicht. Und das ist mein Tipp zum Mitschreiben, verbinden Sie sich dreimal pro Woche eine Stunde mit Ihren wichtigsten Geschäftszahlen. Das ist vielleicht der beste Geschäftsrat, den Sie jemals hören werden. Die Frage, die sich bei dieser Zeit stellen, ist bitte nicht, wie langweilig mit meinen Geschäftszahlen, sondern wie machen wir mehr Geld? Da gibt es im Geschäft zwei Möglichkeiten, Kosten runter, Umsatz hoch. Und das ist der nächste Tipp. Kennen Sie und verfolgen Sie Ihre Fixkosten auf 1 Euro genau. Meisten Unternehmer, die ich frage, kennst du deine Fixkosten auf 1 Euro genau, sagen, bist du verrückt. Meine Erfahrung ist, finanzieller Erfolg ist kein Zufall. Und der erste Schritt zu mehr finanziellem Erfolg ist mehr Kontrolle. Das ist mein Tipp zum Mitschreiben. Folgen Sie Ihre Fixkosten auf 1 Euro genau. Die meisten, die das machen, können die Fixkosten um 5, 10, manchmal um 15% und mehr senken. Dieser zusätzliche Gewinn gilt überdurchschnittlich, kann sein, dass der Gewinn sich verdoppelt in Ihre Marge. So, der zweite Tipp geht natürlich um den Umsatz. Hier sind meine Charts ein bisschen verbogen, deswegen nehme ich das nächste. Führen Sie eine tagesgültige Deckungsbeitragsstatistik. Was heißt das? Dass Sie einen Monatskalender führen, für den aktuellen und die nächsten zwei Monate mindestens, über den Deckungsbeitrag der in Ihrem Auftragsbuch stehenden Aufträge. Hier ist ein Wertstoffhändler. Was ist das? Ein Schrottplatz, könnten Sie auch sagen. Na, da kommt ein 20-Tonner und liefert 20 Tonner Abbauschutt. Da kommt ein Schiff vorbeigefahren und liefert 50 Tonnen, was weiß ich nicht, Schiff, ne, Stahl, Abfälle. Und zu jedem Auftrag gibt es einen Tag, wo der fakturiert wird. Sie wissen ja meistens im Voraus schon, an welchem Tag Heidelberger Druck liefert. 10.000 Umsatz, 1.200 Deckungsbeitrag. Sie sehen, manche Aufträge haben viel Umsatz, wenig Deckungsbeitrag und bei anderen ist es umgekehrt. Und dieser Unternehmer, bevor er mich kennenlernte, machte der eine schwarze Null, das heißt, hat keinen Gewinn gemacht über Jahre. Von dem Monat, wo er diese tagesgültige Deckungsbeitragsstatistik eingeführt hat, hat er 50.000 Euro mit steigender Tendenz Gewinn gemacht. Und das ist meine Botschaft, führen Sie dieses Ding ein und Sie programmieren Ihr ganzes Unternehmen auf Gewinn, auf Profits. Er hatte zum Beispiel 110.000 Euro Fixkosten
Und wenn Sie am 5. des Monats diesen Stand haben, 189.000 Deckungsbeitrag, Sie haben ja wahrscheinlich für 2, 3 oder 6 oder 12 Monate schon im Voraus Aufträge, dann können Sie sich entspannen. Sind Sie aber bei 80.000, weiß der Unternehmer, okay, wir müssen mehr Deckungsbeitrag reinholen. Okay, der Erfolgstipp ist, dass Sie nicht nur solch eine Deckungsbeitragsstatistik einführen für sich selber, sondern Ihre ganzen Mitarbeiter nachführen, zum Beispiel Ihre Außendienstler. Wenn Sie die nach Umsatz provisionieren, bringen die in Umsatz. Provisionieren die nach Deckungsbeitrag, bringen die ihnen, verdienen Sie beide mehr Geld. Der 6. Schlüssel, mehr Fokus auf deine Mitarbeiter und Prozesse. Das ist der Bereich, einer hat das vorhin angesprochen, Mitarbeiter, den die meisten von uns zu sehr vernachlässigen. Und das ist mein erster Satz, den ich Ihnen entgegenschleudere. Investieren Sie systematisch in das Wachstum der Menschen, die für Sie arbeiten. Mein klassisches Beispiel ist ja immer Disney World. Wofür sind die bekannt, berühmt, beliebt? Für ihre Freundlichkeit und ihre Sauberkeit. Für beides sehen Sie hier einen Beweis sozusagen. Die Sauberkeit erreichen die durch einfache Studenten oder Schüler, die nichts anderes machen, als sauber machen. Die sogenannten Feger heißen die dort. Und die Freundlichkeit erreichen die dadurch, dass sie die Feger ausbilden in Freundlichkeit. Und jetzt frage ich Sie, wie lange würden Sie, Feger bleiben 12 Wochen auf dem Job, die haben Job Rotation, Mitarbeiter, Hilfskräfte sozusagen ausbilden, die 12 Wochen einen Job machen. Die Wahrheit ist, viele von uns bilden ihre teuersten, wichtigsten Vertriebsmitarbeiter, die Key-Account-Betreuung machen, genauso lange aus, wie das Einstellungsgespräch dauert. Wir sagen viel Erfolg und das war's dann. Und die Antwort für Disney ist, was glauben Sie? 4 Stunden, viel zu viel. 14 Tage Vollzeitunterricht. Was machen die Jungs da mit denen? Das erste ist, sie verbinden sie mit der Vision von Disney. Warum? Weil das ist das, was der Mitarbeiter transportieren muss. Und nur Mitarbeiter, die ihre Vision teilen, sind geeignete Mitarbeiter. Die bringen ihnen bei, wie sie mit Menschen kommunizieren, wie sie aufgebrachte Besucher wieder glücklich machen und so weiter und so fort. Wo die nächste Station ist, auf Deutsch gesagt, wie ich den Besucher dazu bringe, mehr Geld auszugeben. Der nächste Tipp, ersetzen Sie Zufälle durch System. Ich habe von Anfang an, ich habe auch in meinem Unternehmen EDV-Seminare am Anfang gemacht, die ersten Monate, aber nicht, weil ich EDV-Seminare machen wollte, sondern weil ich den Prozess optimieren wollte. Und das ist das, was man so schön nennt, am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen. Was ich hinzurufe, machen Sie sich überflüssig. Ersetzen Sie sich durch ein System. Schaffen Sie sich ein systembasiertes Unternehmen, das auch funktioniert, wenn Sie nicht da sind. So, der 7. Schlüssel, fokussiere dich auf deine Freude und nicht darauf, beschäftigt zu sein. Auch das machen viele verkehrt. Gerade wir Deutschen, wir kämpfen uns durch unsere Pflichterfüllung, Disziplin, aber unsere Freude geht dabei baden. Ich möchte Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Produktivität sofort massiv steigern. Was die erfolgreichsten Unternehmer, die ich beobachte, analysiere, begleite, coache, machen. Mein Tipp, malen sich so ein Dreieck, investieren Sie sofort mehr Zeit in diese drei Bereiche. Erstens T-Zeit, ich sage Ihnen gleich, was das ist. Zweitens Energiezeit und drittens Lernzeit. Erstens T-Zeit, zweitens NRW-Zeit und drittens Lernzeit. Mein Versprechen, wenn Sie das tun, wird das Wachstum Ihres Geschäfts wahrscheinlich mehr Impulse kriegen, sich mindestens verdoppeln, als durch viele andere Management-Techniken, die ich Ihnen zeigen will. Der Punkt ist, Ihre Kraft kommt nicht aus der Arbeit, sondern aus Ihrer Freude. Wenn Sie nicht inspiriert sind, dann können Sie Ihren Laden nicht nach vorne peitschen. Apple Computer Beispiel. Create a life of joy, dieser Satz kam mal zu mir. Was ist NRW-Zeit für die, die mitschreiben? Entspannung, Erholung und Wiederaufladezeit. Im Tagesablauf, alle 1,5 Stunden, bauen sich mindestens 15, besser 30 Minuten ein, wo Sie sich erholen, wo Sie sich belohnen. In der Woche, ich habe über Jahre zum Beispiel einmal, zweimal die Woche mir eine Stunde Massage geholt. Verwöhnen Sie sich Ihren Körper. Jenseits von 40 macht es mehr Sinn, einmal eine halbe Stunde im Büro, nicht länger, Sie wissen, Powernap genannt, sich wieder aufzuladen. Sie können nicht 14 Stunden hochproduktiv arbeiten. Und vor allen Dingen, wenn Sie sich durchquälen mit Disziplin, sind Sie nicht nur nicht mehr produktiv, sondern Sie strahlen auch keine Inspiration und Freude wirklich. Erlauben Sie sich mehr Freude in Ihr Leben. Feiern Sie auch Ihre kleinen Fortschritte. Belohnen Sie sich mehr. Ernähren Sie Ihre Seele mehr mit Freude und mit Liebe. Was ist T-Zeit? Das ist Talentzeit. Was machen Sie am besten? Was ist Ihr Lebenszweck? Auf meinen Seminaren trainiere ich Lebenszweck. Ihr Lebenszweck zu identifizieren, ist das kaufmännisch Intelligenteste, was Sie tun können. Warum?
Ihr Lebenszweck ist das, was Sie am besten können, wo Sie die besten Ergebnisse produzieren, am schnellsten wachsen, wo Sie am meisten Unterstützung kriegen, wo Sie mehr Energie kriegen, als Sie aufwenden. Meine Frau sagt immer, du kannst auf der Barre liegen, wenn man dich in den Seminarraum schiebt, rollt der Zug. Das ist das, was ich meine. Und das dritte ist Lernzeit, was ich Ihnen empfehle, mindestens eine Stunde pro Tag in Lernen, in Wachstum investieren. Meine Tipps dazu, klassisch sind, bereiten Sie Ihre Autofahrt vor mit CDs, mit Motivations-, mit Lern-CDs. Bereiten Sie Ihr Joggingprogramm, und Joggen ist bei mir kein Kann, sondern ist Ihre Pflicht, mit Ihrem MP3-Player vor. Wenn Sie morgens durch den Wald joggen und ein motivierendes CD-Programm, ein Lernprogramm hören, kommen Sie ganz anders in den Tag. Und mein Tipp, versuchen Sie, einen Erfolg nicht zu erzwingen. Wenn es zu lange Zeit hart und zäh geht, machen Sie was Verkehrtes. Lernen wir von der Natur. Alles hat seine Zeit und seinen Rhythmus. Sie haben wahrscheinlich von der Energie des Jahres 2012 gehört. Das stimmt, das Jahr 2012 steht für Veränderung. 2, 1 und 2 ergibt die 5. Die 5 steht für Veränderung. Die Zahl an sich weiß schon nicht, in welche Richtung sie sich drehen soll. Und was meine ich damit? Auch die Monate dieses Jahres. Viele haben wahrscheinlich gemerkt, dass der September zäh war. Viele Probleme wieder hochgebracht hat oder Themen, die wir längst verabschiedet gedacht hatten. Das ist kein Zufall. 9, die Zahl des Monats September, steht für Verabschiedung. Abschied nehmen, verabschieden aus Ihrem Leben. Das ist meine Botschaft, erzwingen Sie nichts. Dieses Jahr hat für jeden von Ihnen das Potenzial, einen Quantensprung jetzt noch zu machen, jenseits von dem, was Sie sich vorstellen. Und da geht unser Angebot heute Abend hin. Und das ist der eigentliche Hammer von unserem Profit-Coaching, da komme ich jetzt zu. Das Profit-Coaching ist nicht nur eine Idee, sondern ist ein neues Programm. Wir verdoppeln Ihren Umsatz in 90 Tagen, ist das Versprechen. Was ich Ihnen verspreche, ist das Beste aus 12 Jahren Marketing und Business Coaching. Die besten, schnellsten Strategien. Und das möchte ich Ihnen in den letzten 3-4 Minuten kurz vorstellen. Zunächst mal, warum haben Sie sich selbstständig gemacht? Haben Sie die Freizeit, die Sie sich wünschen? Die Lebensqualität, die Sie sich erträumt haben? Finanzielle Freiheit erreicht? Ich habe sehr früh schon das Privileg gehabt, von einigen der weltbesten Strategen zu lernen. Das Ergebnis, ich habe schon in jungen Jahren mir einen Lebensstandard aufgebaut, den andere niemals erleben. Mein Genuss ist es heute, diese Strategien weiterzugeben. Was ich hinzurufe, mit der falschen Strategie laufen Sie ein Leben lang gegen die Wand. Wir verdoppeln Ihren Umsatz in 90 Tagen. Wie geht das? Es ist ein System aus 12 der besten, mächtigsten Strategien. Wir haben Ihnen wenige hier heute Abend vorgestellt und auch nur an der Oberfläche gekratzt. Symbiotische Geschäftspartnerschaften ist so ein Schlüssel. Was ich Ihnen verspreche, wenn Sie in dieses Programm reinkommen, verdoppeln wir den Umsatz, und das heißt, dass Sie einen anderen Lebensstil, dass Ihr Leben eine völlig andere Ebene erreichen wird. Der einzige Haken an diesem Programm, dem Profit Coaching, es gibt in diesem Jahr einen einzigen Termin vom 26. bis 28. Oktober. Es sind die schnellsten Strategien, um Ihren Umsatz massiv und schnell nach oben zu bringen. Es ist ein über 12 Jahre erprobtes und immer wieder optimiertes System aus 12 aufeinander abgestimmten Schlüsseln. Und wir haben alle Möglichkeiten des Internets eingebaut. Das Ding ist keine Theorie, wir installieren das System für Sie. Wir nehmen maximal 24 Teilnehmer auf, und diese 12 Schritte, 90 Tage, gehen über 12 Wochen, jede Woche ein Schritt. 90 Tage Unterstützung. Wir kriegen kompletten E-Mail-Support. Alle 14 Tage machen wir ein Webinar, beantworten alle Fragen, helfen Ihnen bei der Installation der einzelnen Schritten, bei Webseiten, bei Teilen. Deswegen ist das Know-how von dem Ralf Schmitz natürlich Gold wert. Wir helfen bei der Umsetzung Ihrer Kampagnen. Sie sind nicht allein, das ist die Botschaft. Und da drin ist so viel, ich kann es hier nur anschneiden. Hier sind die 12 Module. Das ist, was ich nenne, Siegerpsychologie. Das ist der Hauptgrund, warum Unternehmer ihre besten Freunde auf zu mir schleppen. Das sind Leute wie der Norman Rentrop, der war schon Einkommensmillionär, bevor er zu mir kam. Sie lernen die Denke von Unternehmern, die 20 Mal mehr Umsatz machen als der Durchschnitt. Sie lernen Ausstrahlung, Charisma aufzubauen, ihre Produktivität zu verdoppeln und, und. Das Modul 2 ist das Geheimnis der erfolgreichsten Unternehmen weltweit, Positionierung. Wie die Neukunden automatisch zu Ihnen kommen und Sie anbetteln, bei Ihnen kaufen zu dürfen. Sie sagen, das ist Träumerei. Nein, das können Sie erreichen.
Sie lernen, wie Sie ein optimales Geschäftsmodell so aufbauen, dass Ihr Business funktionieren, Geld produzieren muss. Das Modul 3 ist Ihr unwiderstehliches Angebot. Stellen Sie sich vor, es kommt ein Magier zu Ihnen, egal welches Produkt, welche Dienstleistung Sie verkaufen, ob Zahnarzt, ich habe Klienten aus allen Bereichen, die ihren Umsatz verzehnfachen in einem Jahr und mehr. Teilweise Ergebnisse stehe ich selber mit offenem Mund daneben. Und dieser Magier kommt und hat einen goldenen Handschuh und steckt diesen goldenen Handschuh über Ihr Angebot, Ihr Produkt. Plötzlich verkaufen Sie 100-mal mehr als vorher. Das ist das, was Sie hier machen. Sie bekommen aus 12 Jahren ein komprimiertes System, wie Sie Ihr Angebot so platzieren, dass Ihre Kunden bei Ihnen kaufen müssen und wollen. Wie Sie maximale Dringlichkeit aufbauen, dass Ihre Kunden jetzt kaufen wollen. Wie Sie den optimalen Produktnamen finden und vieles mehr. Modul 4. Sie kriegen die besten Kampagnen in Print und E-Mail ist natürlich heute das Thema der Zeit. Die Psychologie für maximale Ergebnisse, erprobte Kampagnen, das sind Dinge bei, wo ich Ihnen sage, in 5 Tagen holen Sie ein Vielfaches der Gebühr für die Teilnahme an diesem Programm zurück. Modul 5 ist das Geheimnis von erfolgreichen Marken, Branding, Ihre informationsorientierte Webseite, einen Blog. Wer mich länger kennt, weiß, mein Credo ist schon seit 7 Jahren, ein Blog ist die perfekte Firmenwebseite. Sie kriegen Branding-Strategien. Sie lernen, wie Sie das technisch umsetzen, wie Sie eine Webseite bauen, wo Ihre Kunden immer wieder zurückkommen. Schritt 6 ist Promotion, das heißt Umsatz machen, die besten Kampagnen. Die eine Sache, die Ihnen erlaubt, maximale Höchstpreise zu verlangen. Sie lernen Sequenzmarketing, Reaktivierung inaktiver, alles die besten Strategien aus 12 Jahren. Modul 7, Ihr Umsatzzunahme durch Partnermarketing. Das ist das, was wir gerade angesprochen haben. Das Schöne ist, Sie kriegen von uns nicht Theorie, sondern wir installieren das mit Ihnen und bringen es in Betrieb. Das heißt, die technische Umsetzung, da sind Sie nicht allein gelassen. Wir trainieren Sie in dem 3-Tages-Workshop mit der Hand am Arm an allen Dingen. Von der Psychologie auf dem Papier bis zur Umsetzung im Internet. Wir bauen Ihre Leadmaschine. Das ist der Hauptgrund, warum Unternehmen mehr Geld machen. Automatische Neukundengewinnung. Das können Sie heute über das Internet optimieren. Die besten Strategien zu schnellen und kontinuierlicher Gewinnung kaufstarker Kunden. Wie Sie Interessenten vorqualifizieren und Sie dazu bringen, Sie anzubetteln, bei Ihnen kaufen zu dürfen. Wie Sie aus Ihren Kunden eine 24-Stunden-Verkaufsmannschaft machen. Modul 9, automatisierter Umsatz durch psychologische Verkaufstexte auf Ihren Broschüren, Printmedien, Webseiten, Verkaufsvideos. Sie kriegen einen Prozess, wir gestalten mit Ihnen Ihr Verkaufsgespräch auf Internet-Webseiten oder Broschüren und das Schöne ist, die verkaufen. Modul 10, zusätzlichen Umsatzbooster, könnte man sagen, durch Seminare und Webinare. Die Strategien hinter Seminaren und Webinaren, die Webinar-Verkaufsmethode. Wir helfen Ihnen bei der technischen Umsetzung, wir tragen Sie hier über die Ziellinie. Das Modul 11, konstanter Umsatz durch Marketing über die sozialen Netzwerke, wie Sie Kunden aus Xing automatisch gewinnen. Das Stichwort ist ja Automatisierung. Und dieses Ding wird Ihr Geschäft völlig verändern, auf eine neue Ebene bringen. Unser Versprechen, wir verdoppeln Ihren Umsatz, ist hier kein Marketing-Claim, sondern das ist erklärtes Ziel. Modul 12, Ihre Backend-Strategien. Ich sage es jedem Unternehmer, wenn Sie nicht mindestens das Gleiche am Umsatz nach dem Erstumsatz machen, wenn Ihre Backend-Strategie nicht mindestens 50% ausmacht, machen Sie was verkehrt. Wir zeigen Ihnen, wie unsere Klienten bis zu 1286% mehr Umsatz durch intelligente Upsell- und Cross-Sell-Strategien, wie sie regelmäßiges Einkommen produzieren durch Abo-Modelle. Ich habe Klienten, die verkaufen im Abo-Modell Herrenunterwäsche oder Krawatten. Sie glauben nicht, das geht nicht, das funktioniert. Jetzt fragen Sie sich natürlich, was kostet das? Bevor ich gleich die URL aufmache, und wahrscheinlich die ersten Entschlossenen schnell dorthin hechten, lassen Sie mich eins sagen, es kann nicht jeder mitmachen. Wir wollen nur wirklich Entschlossene, die ernsthaft bereit sind, sich coachen zu lassen, 1 bis 2 Stunden pro Tag zu investieren, um ihren Umsatz, ihren Einkommenslevel, ihren Lebensstandard auf eine völlig neue Stufe zu bringen. Warum? Wir wollen Erfolgsstories. Und deshalb gibt es ein einfaches Bewerbungsformular. Ich zeige Ihnen gleich die URL. Wir entscheiden, der teilnimmt. Fakt ist, wir wollen nur Unternehmer, die wirklich einen Quantensprung noch in diesem Jahr machen wollen. Und wir machen Wettbewerb, das heißt, der Erfolgreichste nimmt teil Anfang Januar auf meinem Business Master Seminar auf Hawaii. Und was ich Ihnen verspreche, dieses Ding wird Ihr Leben, Ihre Fähigkeit, Marketing zu machen, Einkommen zu produzieren, auf eine völlig neue Ebene heben. Was kostet das Ding? Wir sind sofort durch. Der Praxisworkshop kostet 2470 Euro mit allem komplett drum und dran. Sie kriegen 90 Tage kompletten E-Mail-Support. Das heißt, Sie stellen Fragen, Sie kriegen Antworten. Ich habe hier nochmal
79 Euro über 3 Monate, das ist ein Witz. Ein Webinar alle 14 Tage, wir beantworten Ihre Fragen, wir arbeiten an Ihrem Wachstum. Wir installieren Ihre Webseiten, alles, wir helfen Ihnen bei Ihren Kampagnen. Gesamt sind das, wenn ich klein rechne, ist natürlich viel mehr wert, wenn Sie jemanden beauftragen, Ihre Webseiten zu machen. Ich habe hier nur kleine Zahlen genommen, 6.150 Euro. Das Schöne ist, und Sie ahnen es schon, Sie zahlen nicht 6.150 Euro, Sie zahlen lächerliche 4.000 Euro für dieses komplette Paket. Was ich Ihnen verspreche, es ist das beste Paket, was ich jemals gemacht habe. Es sind die besten Strategien. Und da Sie heute an dem Webinar teilgenommen haben, machen wir es Ihnen ein bisschen leichter. Und jetzt lachen Sie wahrscheinlich, Sie zahlen 1670 Euro, netto natürlich hier. Die Mehrwertsteuer kriegen Sie ja vom Finanzamt wieder, für das komplette Paket. Allerdings, und ich sage es nochmal, bevor ich jetzt die URL aufdecke, wir haben noch genau 8 Plätze frei. Wir haben 24 Teilnehmer, 8 waren schon aus meinem inneren Kreis weg, als ich es mal zwischen Tür und Angel erzählt habe. 8 heute Morgen, wir haben gesagt, wir wollen fair sein, auch für heute Abend gibt es genau 8 Plätze. Und jetzt decke ich die URL auf. www.lambert-akademie.pcx und es ist ein einfaches Bewerbungsformular. Wir schauen uns an, was Sie vorhaben und das Prinzip ist, wir wollen wirklich Erfolgsstories produzieren und damit, Herr Schmitz, kommen Sie vielleicht wieder an Bord, bin ich mit meiner Präsentation durch. Okay, vielen Dank, Herr Lambert, für dieses Feuerwerk an Informationen. Und ich habe den Link zur Bewerbungsseite gerade nochmal in den Chat reingetippt. Der ist also jetzt im Chat ganz unten zu sehen. Vielen Dank, Herr Lambert, an dieser Stelle. Ich würde sagen, wir entlassen Sie jetzt aus diesem Webinar. Vielen Dank. Ich bleibe noch hier für Fragen zum Webinar bzw. rund um das Thema zu beantworten. Wer also eine Frage hat, kann jetzt gerne in den Chat tippen. Ich öffne den Chat jetzt wieder für alle. Und ja, vielen Dank, Herr Lambert, und wir sehen uns. Und an alle Teilnehmer, jetzt können Fragen gestellt werden. Jetzt machen wir eine FAQ-Runde. Wer eine Frage hat, bitte hier rein, Teddy. Herr Schmitz, ich klinke mich dann aus. Ich sage nochmal, vielen Dank für alle, die sich heute Abend die Zeit genommen haben. Ich bin sicher, Sie haben ein paar Impulse, Strategien mitgenommen. Sie wissen, der Erfolg liegt, schreibt sich mit 3 Buchstaben, T, U und N. Auf Ihren Erfolg. Das war's. Der Mord seine Pflicht getan. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend noch. Bis bald. So, die erste Frage war schon etwas weiter oben von Goran Köhler. Kann ich das für jedes Produkt anwenden, wie zum Beispiel Küchen? Ja, Goran, ein ganz klares Ja. Genau dafür kann man das auch anwenden. Andi Weber, einer der besten Vorträge, die ich im Web gehört habe. Vielen Dank. Dagmar Reuter, herzlichen Dank. Sehr gerne. Max Sierig, wo findet das Live-Seminar statt? Max Sierig, das findet in Bad Schwalbach im Frankfurter Umkreis statt. Bad Schwalbach, 26. bis 28.10. Frank Steiner, super Vortrag, herzlichen Dank, sehr gerne. Martin Seinfeld, vielen Dank, sehr gerne. Live-Teaching, danke für die wertvollen Infos, sehr gerne. Marcel Huber ebenfalls. Jens Spreckeisen, stimme Herrn Weber zu, danke und viel Neues gehört, sehr gerne. Dann Sebastian Prüfer, herzlichen Dank, Herr Lambert. Petra Niemann, danke. Jens Spreckeisen, danke. Reinhard Slotter, kann man das als Immobilienmakler anwenden? Aber natürlich, sehr, sehr gut sogar. Denn dieses Thema Immobilienmakler ist ja ein Internetthema ohne Ende zum Beispiel. Aber wir haben oder wir halten ja auch das Versprechen online wie offline. Kati Böhm, ist das auch für Schulungen geeignet? Auch dafür ist das geeignet, wo überall da, wo Marketing gemacht werden muss, wo überall da, wo wir Kunden brauchen, genau dafür ist es geeignet. Werner Fink, bei dir eine andere Sache, ganz klar. Detlef, danke, trotz konnte vieles mitnehmen, sehr gerne. Andreas Paffrath, generell, also nochmal generell für alle, egal welches Produkt, wo wir Marketing machen müssen, um Kunden zu erreichen, für alle diejenigen ist Profit Coaching geeignet.
Kathi Böhm, kann ich das auch so einrichten, dass Seminarkosten bezahlt werden? Die Frage verstehe ich jetzt nicht, die müsste ein bisschen mehr oder ein bisschen besser beschrieben werden. Nikolaus, vielen Dank, sehr gerne. Also Kathi Böhm, ein bisschen besser beschreiben, die Frage verstehe ich hier jetzt wirklich nicht. Sehr gerne, Sapas. Okay, wer noch eine, Kathi Böhm, ich meine, die Kunden sollten über das Internet ihre Gebühr zahlen. Auch das werden wir natürlich zeigen, das ist ein Thema von mir, gehört ja mit zur Automatisierung, wie man diese komplette Abwicklung 100% automatisiert. Inklusive Rechnungsstellung, inklusive Geldeingänge und Versand der Rechnung und und. Das wird komplett natürlich gezeigt. Amaryllis, natürlich geht das auch für Nahrungsergänzung. Nochmal, für alles, wo Marketing, wo wir Kunden brauchen und Marketing machen müssen, dafür ist dieses Profit Coaching geeignet. Okay, wer jetzt noch eine Frage hat, bitte die Frage in den Chat tippen. Die beantworte ich noch gerne. Und ich tippe jetzt nochmal in den Chat die URL für die Bewerbung. Nikolaus, ja, ich bin bei dem Coaching live dabei, die kompletten 3 Tage. Sehr gerne, Gerhard. Okay, letzte Chance. Wer noch eine Frage hat, bitte jetzt tippen. Michael Träger, das nächste Profit Coaching findet 26. bis 28. Oktober statt, dann erst wieder 2013, da steht noch kein Termin fest. Goran, natürlich auch Herr Lambert. Herr Lambert und ich machen dieses Profit Coaching zusammen als Partner und sind auch beide die kompletten 3 Tage anwesend. Sebastian Prüfer, die PDF-Übersicht wird von Herrn Lambert per E-Mail versendet. Stefan Danah, ich möchte mich anmelden, aber bereits an diesem Wochenende ein Seminar gebucht. Was tun? Stefan, das liegt natürlich in deiner, oder das ist deine Entscheidung. Wir können es nicht oft genug sagen, ins Tun kommen, handeln und in seine Weiterbildung investieren. Das ist enorm wichtig, aber die Entscheidung liegt natürlich bei dir. Die URL für die Bewerbung nochmal unten im Chat. Mit Sicherheit, Michael Träger. Okay, so, jetzt Vera Melzer. Wie sieht es aus, wenn ich mich nebengewerblich selbstständig machen möchte und ich kann leider nicht an diesem Wochenende? Vera, wenn du an diesem Wochenende nicht kannst, dann bleibt dir nur übrig, bis nächstes Jahr zu warten. Ich sage hier immer nur, wer wirklich etwas erreichen möchte, der schafft es auch an diesem Wochenende zu kommen. Kathi Böhm, die Erfolgsgarantie steht ja mit 90 Tage Umsatz verdoppelt. Das ist unser Ziel, das werden wir erreichen. Dafür muss derjenige natürlich auch ins Handeln kommen und tun. Und dann wird dieses Versprechen auch garantiert erreicht werden. Tom Posacker, wie sieht das aus, wenn man noch Kleinunternehmerregelung gebunden ist? Herr Posacker, das spielt überhaupt keine Rolle, weil Geld verdienen tun wir als Kleinunternehmer oder auch als GmbH oder AG. Hat also damit überhaupt nichts zu tun. Marketing müssen beide machen. Sehr gerne, Herr Wallraff. Okay, last chance, letzte Chance für eine Frage. Wer jetzt noch eine Frage hat, bitte in den Chat tippen, die beantworte ich noch und ansonsten machen wir dann Feierabend für heute. Die URL für die Bewerbung nochmal ganz unten im Chat. Vielen Dank, Werner Fink. Okay, dann würde ich sagen, wir beenden diese Fragerunde hier. Wer noch eine Frage hat, kann mich gerne per Mail erreichen oder auch Herr Lambert. Edgar Grahl, und ich kann wirklich dabei sagen, das Profit Coaching, das ist nochmal eine Steigerung, die kannst du gar nicht im Endeffekt hier in Zahlen festmachen. Okay, ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen Teilnehmern. Für die Teilnahme sind sehr zahlreich bis zum Ende da geblieben. Ich würde mich freuen, Sie in einem der nächsten Webinare
beziehungsweise auf dem Profit-Coaching-Seminar in Bad Schwalbach zu sehen und verabschiede mich für heute hier von Mallorca mit einem vielen Dank an alle Teilnehmer und ciao, bis zum nächsten Mal.